Damit willkommen zurück zu einem neuen Stream. Während Modi hier gerade noch im Call of Cthulhu weit herumirrt und den Spielstand herstellt. Muss letztes Ja, Mal Speedrun gewesen muss halt sein. auch manchmal sein. Übrigens, wir haben noch kein Game-Sound, kein Soundtrack. Wir Stream. haben Soundtrack, du hörst wahrscheinlich im Hintergrund sehr leises Vogelgezwitscher, das ist der gesamte Soundtrack von dem Gebiet hier. Nein, ich kann nicht mal Vogelgezwitscher, gar nichts. Jetzt irgendwas? Ist komplett ruhig. Du überträgst wahrscheinlich den Sound noch nicht über. Doch, tue ich eigentlich. Ist gut. Moment. Und bist nur du zu hören. Hast du wieder das Bild vom den Sound vom Stream gemutet in Discord? Nee, du bist ja zuhören. Den Sound vom Stream in Discord, den kannst du separat muten. Nein, ich habe hier gar nichts gemutet. Ich habe dich vorhin gemutet, damit du in der Sta im Startscreen nicht zu hören bist, aber jetzt habe ich dich wieder entmutet. Also. Es läuft mal wieder nicht. Ich guck mal eben. Moment. Ja, aber Bild haben wir schon mal im Stream. Dein Internet ist heute auch sehr schlecht, sagtest du. Also, mal sehen, ob es überhaupt heute läuft. Wir gucken mal. Wenn ich spiele, mal ein bisschen bei los geht. Du, bei Epic gibt es gerade dieses lustige Rhythmusspiel gratis. Das wollte ich tatsächlich mal mit dir machen. Ich bin bei Dustborn schon beim Verzweifeln bei den Rhythmus-Dingern. Es ist dann, ich kann keine Rhythmusspiele. Ich bin so super scheiße in Rhythmusspielen. Ja, aber das macht's doch lustig. Also ich habe jetzt mehrfach den Stream neu gestartet. Wenn du immer noch keinen Sound hast, dann ja. Ich weiß nicht, ist irgendeine Musik zu hören? Hört man Ja, schon. der nervige Hintergrundzorn von letztem Mal. Ich höre gar nichts. Das ist keine. Ich höre im Stream keine. Dann machen wir doch die Notlösung. Moment. Sprach-Video-Chat 100% beziehungsweise minus 99%. Dann haue ich mir ein neues Gate bei mir rein von 5. Mach das hier Weiß so. es nicht. Und stelle das hier auf hier. Und jetzt müsstest du was Jetzt höre hören. ich super. Ja, dann brauche ich die Discord-Übertragung hier auch nicht mehr. Das Stream beenden. Das läuft dann jetzt über meinen Sound. Super nervig, aber ja. Man hört so einen Trick. Ja, die Musik ist halt einfach super nervig. Kannst du ein bisschen leiser machen? Nein. Also ja, ich kann sie manuell leiser drehen, aber vom Spiel aus nein. So ist Besser? angenehm. Ja. Gut. Sehr gut. Hast du den Guide offen? Nein. Mach den Guide auf, bitte. Jetzt du bist ja mal offen, aber ich kann das auch tun. Ja, Welchen? bitte tun Sie es.
Ja, du bist noch gar nicht auf der, du bist aber noch gar nicht an der Stelle, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ich bin sofort also da, ich mache jetzt gerade kurz das Bild, ich weiß noch welches. Ich weiß noch, du musst wegrennen von der von dem Priester, ja, statt dich durch jedem zu ergeben. Call of Cthulhu. Shadow of the Comet. Komplettlösung. Now, let's see. The camera, a tripod, the lantern, the map of the area, but... Oh, thank goodness. They didn't forget Boliskin's original drawing, the one I purchased at Christie's. I'll leave my things in this trunk for the moment. Absorbent cotton and surgical spirit. Kerstin Spielelösung, das ist doch, das klingt doch super. Wieso waren Katrins Spielelösungen nicht mehr verfügbar oder was? Keine Ahnung. Wo sind wir? Excuse me, man. You mean Nick? Do for good day. Ich weiß bloß nicht, wo wir sind. Wir sind bei dem Priester. Alles andere habe ich noch im Kopf. Ich finde es in der Komplettlösung nicht. Der Anfang, erster Tag. Das war die erste Nacht. Ich nehme dann Tag 2. Say, Miss. Maybe. I'm looking for. I can't help you. Waldmenge. You greaseball still here? Kehren Sie in Ihr Zimmer zurück, öffnen Sie den Kofferraum und holen Sie Kamera, Stativ, Laterne, Objekt heraus. Surely they have. I just, but come, Mr. Fotoplatten. Thank you. Hey, Mr. Park. Und die Fotoplatten musst du dann mit irgendwas verwenden irgendwie. Ja. Remember Gloria? Yes, Aunt. So, jetzt kommt, glaube ich, der Kampf in der Bar. What have you got to say to that? He's gonna win this. This never is. Da gab es eine Lösung, wo du Nein sagen musst, ansonsten. Ja. Das ist ein Ending. Ein Schläger. Muss man hin, kann ich jetzt. Hast du irgendwo einen Schläger gefunden? Ja, das kommt dann alles. Barkeeper. Ich hätte nur das ein Event auf dem Dorfplatz gefehlt. Versuch bloß den Anschluss in der Lösung zu finden. Welt.
Let's use the surgical spirit. There must be a clue in it. I was sure of it. Was muss man jetzt nochmal vor dem Bild machen? Ich habe keine Ahnung, weil ich nicht weiß, wo zum Fick wir an dem. Ach, die Map. Also die Map war das. Ich finde doch keinen Hinweis auf diesen Priester in der Komplettlösung. Map unsichtbaren. Tag 1 meinst du, sind wir noch? Mal die Tag 1 meinst du, sind wir noch? Ja. Dann habe ich keine Ahnung. I have to pinpoint the... Finden Sie entsetzte Blutfotoplatten, bauen zu den Ästen, klettern auf das Stativ. Machen Sie drei Bilder, gehen Sie mit dem Bildschirm. Ich guck ja selbst, Moment. Durchgehen schnell, Pergament. Das Druckerie. Bin ich Menschen? Nein, nicht Bing Video. Oh Gott, nicht, bloß nicht Bing Video hier. Diesen Spinner. Mein Name ist Flügel. So weit sind wir noch nicht. Also entweder ist die Komplettlösung nutzlos, die ich hier habe, oder... Hast du dich schon mit, warst schon mit der Prügelei? Ja, alles gut. Ich hab grad ein Video walkt vor. Zu wahnsinniger. Ich hab hier jetzt, ich hab jetzt was. Warte. Du musst im Weizen im Kreuz und dann war dann der Priesterwurz, vor dem du weglaufen musst. Ja, ich habe mal kurz zwischengespeichert. Jetzt müssen wir einmal zur Apotheke, dann müssen wir zu... Ich hoffe, das klappt auch. Nicht, dass du dann... Wie gesagt, ich habe jetzt hier einen Guide offen, es ist ein sehr alter Guide, er ist im Text-Only-Format, ohne jegliches irgendwas anderes. Das Spiel ist auch ein sehr altes. Nicht so alt, ist halt 96. Ich hab meinen. Mit 1996 ist er alt. How's the photography going? How's business? This far? Don't worry, I... Not really. I need a guide for... Go see Tyler. Nathan, Tyler. Thanks for... It's between... Lucky, not trouble. Yes. That's... Be- Goodbye.
Ah, Dr. Carl. Well, it couldn't be done. Das ist 96. Das ist 28 Jahre her. Das ist für ein Videospiel sehr, sehr alt. Das ist auch für Menschen schon alt. Nein. Musst ausgerechnet du sagen. Ich bin letztens 27 geworden und ja. Ja, siehst du? Ich weiß, dass ich alt bin. Das ist schon fast 30. Nackt der Rücken denn schon beim Aufstehen? Ja. Dann bist du alt. Das weißt du. Du bist noch jünger als. Du bist noch jünger als ich und du weißt, dir geht's genauso. Ich. Aber die Ausrede, ich bin Handwerker, bei mir darf alles früher kaputt gehen. Yes. No, not. Ja, ich arbeite übrigens immer noch allein an der Scheißmaschine. Ja, warum? Immer noch die Arbeit von zwei Schichten in 8 Stunden unterbringen. Warum auf bei der Berufswahl? Shall we have a seat? Ja, du möchtest nicht zufällig an einem großen Laser stehen den ganzen Tag und Sachen schneiden, oder? Nein. Warum denn nicht? Die brauchen Leute, die gut mit dem Computer umgehen können. Not quite. I have a map. A map. Ich meine, das ist deine freie Wahl. Ist ein einfacher. Ich glaube, es tut halt weh. Wenn es dir nicht mehr gefällt, kannst du kündigen. Die Option hast du. Ach, ich werde gut bezahlt. Go on. Stay out of this, Bishop. Why they're really laying into him. Why don't you do something to stop? How about it, Webster? Let him be. That's enough. Mind your own damn. Ich glaube, das war so nach dem Kampf musste jemand in den Wald folgen. Ja, da bin ich jetzt gerade. Thank you, sir. I'm taking you to the drugstore. You did the right thing, Mister, but you'd better be on your guard from now on. Dann muss erst mal irgendwie noch Nacht werden. Von den. Father, quick, somebody's hurt. Holy cow, Walter Webster. I bet it was those Hambleton boys. You're a photographer, aren't you? Yeah. News travels fast around here. Mary Matthew, did you find what you were looking for? Yes. My father is also a keen. That's to keep him alive. I'm grateful for your offer. Come whenever you. Hold on to your horses. So you're back on your thanks to you. Could you find your we can try very well. We'll meet in another. Jetzt musst du aber nochmal nach Hause und die Kamera holen. Ja. Den ganzen Rest. Und dann müsste es schon auf magische Art und Weise Abend geworden sein. Während du zwei Sekunden im Haus warst. Exakt. Und dann.
kenne ich, aber fühlt sich genauso an, wenn da kurz mal bei Baldur's Gate 3 spielen für 2 Minuten. Auf einmal ist Abend gewohnt. Kamera, Tripod und Herne und finde ich immer noch lustig. Wir haben jetzt alles, aber der Tripod ist dann später auf magische Weise plötzlich weg. Ja, da musst du, deswegen hast du die Äste, damit du den neuen bauen kannst. Ja, das ist so ein sinnfreies Rätsel, ich liebe es. Weißt du, was auch sinnfrei ist? Ist dir bewusst, dass es eine Coca-Cola mit Oreo-Geschmack gibt? Ja, habe ich auf. Muss mal gucken, das nicht zu übersteuern. Mein Mikro ist heute sehr sensibel. Aus irgendeinem Grund. Auch müssen wir ein bisschen weiter weg. OBS zeigt an, dass ich dann pausenlos übersteuere. Ja, die Coca-Cola habe ich gesehen. Ist dann, da hast ich du irgendwie sie probiert? Probiert nicht, aber da gab es so ein TikTok-Video, wo es dann. Ich sag mal so. Hab sie hier. Das war schmerzhaft laut. Ich weiß, aber es war nötig. Und sie ist nicht gut. Also, so gar nicht gut. Dachte ich mir. Aber Oreo. Die Dose ist hübsch designt. Ich meine, Oreos finde ich schon nicht so besonders lecker. Und Cola, um ehrlich zu sein, ist auch nicht so besonders die leckerste Marke überhaupt. Da gibt es leckere Cola-Sorten. Zum Beispiel Pepsi. Nee, Pepsi ist ekelhaft. Besser als Coca-Cola. Let's see what you brought. Coca-Cola ist einfach nicht mehr dasselbe, seit sie das Koks rausgenommen haben. Ganz ehrlich, der Geschmack von dem Zeug erinnert mich so ein bisschen an amerikanische Cream Soda. Ach. Die hast du aber mal probiert, oder? Nee. The bush. Und allein das ist widerlich. Allein die Vorstellung daran. It moved. Didn't you see it? Sie ist absolut widerlich, aber gleichzeitig auch geil. Listen. Fritz Cola ist immer noch die beste. Das ist wahr. Außer natürlich, du guckst dir wieder einen von den Produkttests bei Dingens, bei Alternativ an, dann heißt es wieder, oh, das ist eklig, alles ist eklig, das stinkt, egal was es ist. ich hasse den Typen mittlerweile. Denn offensichtlich stinkt alles. Muss dann Stativ bauen und dann zu dem ja. Von dem Typen wegrennen und dann sind wir wieder dort, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Ja, ich finde es so lustig, dass der Tripod einfach weg ist und niemand weiß warum. There, that should hold it. Fine. If I took off that wrapping. So, eine Plate. Und dann können wir auch schon gehen. Du lässt die Kamera und so alles dort stehen, oder was? Na, kann man sie mitnehmen? Weiß nicht. Ah, 3 Bilder sollen wir machen. Erklärt's. Man braucht unbedingt 3 Bilder von demselben Motiv. Das, ja, du, man weiß ja nicht, ob das erste gut geworden ist oder dir gerade in dem Moment ein Vogel ins Bild geschissen hat. Jetzt hat er die Kamera wieder dabei. Zwischen speichern auf Skip. So. Katze angucken, dahin gehen. Und dann musst du weglaufen. There's a passage that way. Ja.
Diesmal hatte ich nicht fangen lassen. Man hier eigentlich einfach weitergehen? Nö. Wie macht man jetzt die Passage auf? Vielleicht gucken. Dann versuch's mal mit Sprechen, vielleicht ist der. Nicht daran lecken. Wie hast du es denn letztes Mal gemacht? Weiß es nicht mehr. Okay. Oh, man kann ihn sogar direkt steuern. Das macht viele Dinge einfacher. Ich glaube, du musst reden. Du musst mit dem Hintergrund reden. Bin ich ganz sicher. Hier macht er die Fotos. Hier gerade alles durch. Guck mal, das einfach da lang gehen. Miljuanyav, Cthulhu, right? Behold! Look up there! We are being observed! Ich bin so lustig, dass er die Sprache, die er sprechen soll, einfach nicht gut kann. Jetzt musst du dich verstecken und die musst dich wegducken oder so. Ryla, Wong... Das macht er automatisch. Jetzt musst du irgendein Papier auf dem Boden finden. Parker! Irgendwo auf dem Boden ist ein Papier jetzt. Was du auf jeden musst. Und dann musst du abhauen. Ja, cool, ich kann mich nicht bewegen. Aha. Ich hoffe, das Speichern ging. Jetzt musst du alles nochmal spielen. Ja. Ja, es ging. Ja, gut, was muss man jetzt tun? Man muss irgendwie ein Papier finden. Also, du musst irgendein Papier auf dem Boden finden und dann musst du abhauen. Du musst wegrennen. Der sagt, dass du den Senior Death Warrant. There's a passage there. Feng Yui, Miljuanya, behold! Look up, Feng Yui! Jetzt musst du irgendwo musst da Papier liegen und dann musst du abhauen. Ja, cool, ich kann halt mich nicht bewegen, bis er hier sein Zeug fertig geredet hat. Zwei Nächte, jetzt ja, cool, ich kann nicht wegrennen. Die Ladezeit ist so lange, bis er zu mir kommt. Das ist schlecht. Ich gucke jetzt mal ob man da jetzt irgendwas machen könnte selbst. Und zwei Nächte, sagt er. Und du musst schnell den Screen wechseln. Du musst irgendwie da. Du musst dann weg, also Roku rennt der wirklich weg, also du musst da wirklich irgendwie einen Sprintknopf finden und schnell zum nächsten Screen rennen. Das ist irgendwie die Lösung. Dann gebe ich muss noch... Okay, man muss sich da also verstecken, direkt. Irgendwie. Nicht verstecken, sondern wegrennen ist die Sache. Nee, man muss sich auf dem anderen Screen verstecken mit dem rechten... aber irgendwie funktioniert das nicht. So richtig, vielleicht ist die Version einfach nicht gut geportet. Das ist möglich, aber ich probier's mal. There's a passage then. Und irgendwo gibt's noch eine Notiz, die du finden musst, um gestrüppt, glaube ich. Ja, so, du musst dich so verstecken und dann. Du wirst da trotzdem irgendwann entdeckt. Aha, ja. Ich find's so lustig, wie er einfach diese Sprache nicht ordentlich aussprechen kann. Feng Yui,
Der Text hier macht keinen Sinn. Wobei ich bin nicht ganz sicher, es kann sein, dass das üblich ist. Ja cool, was soll ich jetzt machen hier? Also irgendwann müsstest du ein Papier kriegen. Ah ja, da. Das Papier aufheben. Und jetzt weg und jetzt abhauen. Jetzt so schnell wie möglich wegrennen. Ah, jetzt ist er in einer Position. Jetzt musst du links den Screen verlassen. Jetzt wegrennen. Nur so. Und jetzt mach, dass du wegkommst. Den Weg runter ins Dorf zurück. Nicht stehen bleiben. Ich kann mich nicht bewegen. Cool, er hat eine Falle beschworen an einer Position, wo ich nicht mehr war. Das ist das akkurateste Zaubern in Cthulhu, das ich je gesehen habe. Holy shit. Und jetzt ab nach Hause. Ja. Ist halt so klassisch. Haha, ich verbringe jetzt 10 Minuten damit, eine Falle zu beschwören. Er ist seit 10 Minuten weg. Blood pressure a little high, too. You need a good long rest. Out of the question, Doctor. Es glaubt uns keiner, dass wir da was gesehen haben. Erstens, warum sollte man uns glauben? Zweitens, er hätte ja noch eine Kamera, eine Fotoplatte haben können dafür, ne? Hm. Ah nein, lieber Dreifall, selbe Sonnenuntergang. Running the risk of a heart attack, so no excitement, you understand? Take... I hear and obey, Doctor. And no reckless pranks. You're young, but I'm only a physician, not a wizard. Doctor, there's something I must tell you. I was chased by an Indian. An Indian? Apart from Netawanga, who hides out in the forest, I don't see who it could be. I'm not joking, Doctor. That's what I was afraid of. I'm not a psychiatrist, you know. What you need is rest. Das ist so dumm. Das ist so verdächtig, der Doktor. Holy shit. Sind nicht alle hier verdächtig? Das sowieso, aber ich finde die Aussage so lustig. Dann schau dir mal dein Rezept auf dem Tisch an. Ja, mach ich gleich. Ich finde die Aussage so lustig. Ich wurde von einem amerikanischen Ureinwohner verfolgt. Das hatte ich befürchtet. Ich bin leider kein Psychiater, aber das kann gar nicht sein, dass hier eine Person im Wald war. Nein. Das will er uns verschreiben. Wahrscheinlich irgendwas Hartes. Ich muss es nehmen. So, da ist so ein Perception. Mix 1 milligram of digitalin with 1 milligram of adrenaline. Okay. Take one pill in case of stress or overwork. Ah ja. Überarbeitet. Vor allem eine Pille Adrenalin. Okay, klar. Warum nicht? Sith ging überarbeitet sein Mod. Weißt du nicht, Adrenalin? Ja, kennt man. Gerade noch sagen, sie sollten sich nicht aufregen. Sie haben das Risiko eines Herzinfarkts. Egal, ich verschreibe Ihnen hier eine viel zu große Menge Adrenalin. Nehmen Sie das, falls Sie gestresst sind. Ja, ab zur Apotheke. Das ist ein 90er-Spiel. Falsche Richtung. Das ist die richtige Richtung. Die Tatsache, dass man ihn halt direkt steuern kann, das macht so viel einfacher. Es ist zu den Zeiten, wo das, obwohl in den 90ern vielleicht nicht mehr, aber es ist dann, wenn du ganz früher in das Spiel wahrscheinlich spielst, zu der Zeit, da, ich meine, Frauengold war eine Sache. Da musste ich dran erinnern, was Frauengold. Ja, ja. Hello, Mr. Matthew. Wenn es der Frau schlecht geht, soll sie Frauengold trinken. Ja, du, zu der Zeit war es auch noch so. Das Zeug ist einfach Alkohol.
Zu der Zeit war es halt auch einfach so, die Frau möchte nicht den ganzen Tag zu Hause in der Küche stehen, sondern möchte andere Dinge tun. Ja. Schicken wir sie in die Ehrenanstalt, damit sie lobotomisiert wird. Kennst du den Dr. Edgar Werbung? Um die zwei Lebensinhalte einer Frau. I'll get all that ready for you. It's going to take a while. I have a favor to ask. I must develop my plate. Help yourself. Wo waren wir der Zeiten? Okay, wir dürfen seinen Red Room benutzen. Ah, das ist schon. Also wir können echt froh sein, das war. Zu der heutigen Zeit leben. Ich meine, das ist auch noch alles viele, viele Scheiße. Ach, so 1600 war doch ganz schön. Ich meine, ich lebe in Sachsen, das ist da. Hier ist. Ja, er verdient sich einfach an den Chemikalien. Ja, cool, warum nicht? Bohrsäure. Warum nicht? Ich meine, ich wohne in Sachsen, das ist jetzt. Gib uns ein, zwei Jahre, dann sind wir auch wieder auf 20er-Jahre-Niveau. Sind ja die 20er, ist ja legitim. Geschichte wiederholt sich immer. Die Brandmauer hat es nie gegeben. Hat er nie gesagt. Ist da. Alter, der Mann macht sich die Taschen voll mit allem an Medikamenten, was er findet. Ja, wenn man schon mal die Chance hat. Schnell, ich bin unbeobachtet. Na ja, gut, jetzt die Fotoplatten. Kannst die Platten entwickeln. Vielleicht ist ja schon ein schöner Sonnenuntergang drauf. Dann wiederum, wir spielen ein Cthulhu-Spiel, das heißt, für gewöhnlich, du willst nicht wissen, was da wirklich drauf ist. Wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Ja, du musst erstmal das Rotlicht anmachen. Ach, das Rotlicht anmachen, klar. Keine Ahnung. Mache ich das irgendwie hier? Wahrscheinlich an der Lampe. Achtung, gleich wird es sehr unangenehm rot. Rotlicht. Wie mache ich ein Rotlicht an? Oh, einfach drauf zulaufen. Cool. Ja. Oh, das ist ein schönes Bild. Ich finde es sehr unangenehm. Also schön. Nö, ich finde das cool. Ich habe einfach mal einen Screenshot gemacht. Ich finde das cool. Jetzt kannst du die Platten entwickeln. The chemical seemed a little tired out. I better develop all the plates together. Ja, was tut man jetzt? Du musst alle drei Platten gleichzeitig entwickeln. Okay, Gott, ich muss aber nicht. Komm, du musst die Chemikalien mixen. Ich glaube auch und ich habe keinen Bock drauf. Ich werde jetzt einmal ganz kurz gucken, was ich tun muss. Warte, ich guck für dich. Methode. Du musst die Platten reinlegen in die für drei verschiedenen Sachen und dann. Jetzt together. Okay, einfach alle Chemikalien außer Paracetamol reinhauen. Ja, Methol. Methol habe ich nicht. Da müsstest du dir holen. Methol ist das erste, was rein muss. Irgendwo muss hier was rumliegen. Mal sehen. Du musst mehr Chemikalien holen. Natürlich. Mach einfach das Licht wieder an. Kann deinen Platten nicht schaden. Ja, schade. Also, was für ein professioneller Fotograf, meine Damen und Herren. Oh, ich hab euch vergessen. Ich mach mal schnell das Licht an. Stimmt, nicht überlegt. Wofür die Methol? Keine Ahnung, im Schrank. Guck mal, da oben, da stehen doch noch Gläser. Kann ich die Leiter schieben? Wahrscheinlich nicht, aber. Da oben hast du alles leer geräumt. Auf dem Tisch hast du auch alles leer geräumt.
Paracetamol. Ich gucke in meinem Videoguide. Eine Methode müsste ich oben im Regal gelegen haben. Wo das laut Videoguide hast, das oben aus dem Schrank. Und die Leiter hoch, ja, und dann. Ich guck mal eben was nach. Wir hatten ja schon mal das Problem, dass hier die Sachen. Du müsstest es oben aus dem Schrank und auf den Tresen müsstest du eigentlich gefunden haben. Dann geh mal rein und mix alles zusammen. Oder nochmal ins Regal, ob da was ist. Nee, im Regal ist nichts mehr. Ich habe eigentlich alles mitgenommen. Aber eigentlich müsstest du da im Regal Methoden gefunden haben. Ich kann es da hochscrollen. Jetzt komm mal nach oben. Ja, oh ja. Hier ist Methode. Okay, ja. Okay, Methode. Let's continue. Dann brauchst du Hydrogen. Als nächstes. A dash of hydroquinone. Well, let's see the fixing solution. Let's continue. Bin mir nicht sicher. Potash war noch dabei, das weiß ich noch. Sodium brauchst du jetzt. Sulfid oder Trisulfat? Sodium brauchst du, Trisulfat. The merest hint of sodium thiosulfate. Und dann brauchst du Potash. Echt gut, Potash. Könnte auch ein polnisches Gericht sein, aber. A sniff of potash met a bisulfite. No problem. Kein Problem, ich habe nur vorhin das Licht angemacht. Perfekt. Das zählt doch nicht. Nee, natürlich nicht, aber ich finde das, find das lustig. Jetzt mach das Licht wieder an. Okay. Ah, auf dem dritten Bild ist alles drauf. Stellst du jetzt mal einen Herzinfarkt? Scheinbar ja. Thank you. Thank you very much. Without you, I... Lass uns raten, das dritte Foto ist weg. Don't push your luck. I'll try to remember it. I'm counting on you. So is my daughter. That comes to $10. Now I'm... Don't worry. The drugstore is open from 8 to 6. If you need more pills, just stop by and ask. Thank you again. Weil ist das dritte Foto weg? Ja! Natürlich ist das dritte Foto weg. Gut, musst du auch. Okay, ich hab keine Ahnung, was wir jetzt machen. Also du musst mit der Dame reden, mit der Tochter. Dann vorausgehen, mit der Tochter reden. Okay. Natürlich. Also ich wäre enttäuscht gewesen, wenn das Bild nicht weg gewesen wäre. Es muss weg sein, vor allem. Oh nein, wie schrecklich. Man sieht Augen. Ich finde das auch immer lustig. Ich habe ja die fast alle Lovecraft-Geschichten gelesen. Ich denke, hab mir die ganze Zeit gedacht, ja, okay, hab schon Schlimmeres gesehen. Ja, ist bestimmt gruselig. Ah, okay, cool, der eine Typ ist eigentlich nur Mr. Freeze in Leiche. Cool. Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass das Leuten damals tatsächlich Angst gemacht hat. Ich meine, damals hat man noch nicht so viel Schlimmes gesehen. Ich meine, ja. Das ist der normale Bürger. Ja, es ist halt trotzdem so lustig, wenn du bedenkst, okay, jeder durchschnittliche Film heutzutage ist größer. Ja, aber wenn du dir, wenn du dir die 1920er Horrorfilme anguckst, dann verstehst auch, warum sie sich vor ein paar Augen auf ein Bild. Hey, also man muss sagen, Nosferatu ist schon übel. Den habe ich tatsächlich gesehen. Der ist nicht schlecht gealtert, sagen wir mal so. Ich bin auf das Remake gespannt. Jetzt musst du mit dem Typen dann nochmal reden vor der Apotheke. Ach, mit dem Typen? Sicher, dass sie das nicht einfach so macht in dem Video. Oh, quite a surprise, Mr. Parker. Isn't that right? You look kind of pale. Your most fond. Dann Notebook Fu musst du zum Fischladen. Als nächstes. I can take care of myself. Aber der Mönch wieder da ist. Ja. Nee, du musst jetzt.
Erstmal zu ihrem Haus. Na, rechts gehen eigentlich. Du hast auf dem Stadtplatz und dann siehst du dort irgendwo den Mönch wieder. Ja, zu dem Laden. Nein, das ist der Torso. Lass einmal noch zu. Na, bei der Residenz dort, bei der Holzresidenz dort von dem. Geh mal zu der. Zu dem Major House, da wieder ist das dort. Ja, irgendwie. Ich guck aber mal, ob er noch weiter Fotoplatten hat, bevor er das vergessen. So? I just wanted to tell you your plate, well, I'm sure you'd find them far too amateurish. In any case. Alright, but don't wait to. Okay, schade, wir können nicht direkt neue Platten kaufen, solange er noch nett ist. Jetzt gehen wir zu dem Bürgermeisterhaus oder was das ist dort, das ist die große Holzspinner. Die dort. Ja, ja, so. Beste den grünen Mönch. Dem musst du mal folgen. Wir sind sehr unauffällig. Wir haben nur uriniert. Schöne Tomaten. Ah ja, Fässer. Das ist überhaupt nicht unauffällig oder so. Ja, folge dem ganz unauffällig. Folge ihm unauffällig. Ich atme ihm nur ein bisschen in den Nacken. So, wo ist er jetzt? Ja, du musst wohl irgendwo einen Schlüssel gefunden haben. Hello, Miss Picard. I'm fine, ja. Up to? Ah, nothing. Goodbye, Miss Picard. Der Mönch hat wohl irgendwo einen Schlüssel in dem Fischladen Schlüssel fallen lassen. Ah. Natürlich hat er das. Diese Mönchsroben haben ja auch einfach kein. Oh. Haben auch einfach keine Taschen. Das ist unauffällig. Ja, cool. Wir haben den Schlüssel. Was tun wir mit dem Schlüssel? Mit dem können wir jetzt ins Haus, ins Holzhaus, in die Holzwinder rein. Dort, wo wir gerade, wo der Mönch rausgekommen ist. Moment, konnten wir da nicht eh schon rein? War es nicht das Haus von unserem Kollegen da? Von dem. Ja, jetzt haben wir einen Schlüssel für die Vordertür. Da war auch ein Schlüssel. Beziehungsweise wir konnten halt einfach rein, weil er da ist. This door is locked. This door is locked. Cool, benutzt den Schlüssel. Okay, cool. Oh, fuck. Blut. Oh, das ist unangenehm. Statue eines Babys. Ich hoffe, das ist jetzt nicht der Typ, der in Staub tritt oder sowas. Gehen wir dann mit und dann. Da in der Vitrine ist noch was dort vor dir. A Statuette. Statuette. Okay. Die ist okay. Warte, das junge Mann ist. Okay, wir müssen einfach nur random Sachen suchen. Und dann dort im Nebenraum sind noch einige Statuetten. Rechts gleich das erste Glas, rechts dort. Neben der Tür. Ah, ich sehe es, da ist irgendein Klumpen. Da ist ein Klumpen in der. Okay, wir müssen eine Zeitreihenfolge machen. Hätte mehr Statuen benutzt, aber. Okay. Alter, was hat der hier gemacht? Du musst noch irgendwo kleine Schlüssel liegen. Unterm Teppich. Ich gehe davon aus, hier. Ja, links unterm Teppich, unterm Stuhl. Hinterm Stuhl. Tja, ja, da gibt's auch einen. Jenseits von Chaos. Der Teppich hinterm Stuhl. Egal, Dinge zum Angucken. Mystery of the Pyramids. Ja, geht sehr tief in den schwarzen Pharao hier, alles. Prinzipiell gut. Alter, mal und das Meer, cool, das ist einfach nur ein Buch. Alter, jetzt rauben wir halt den Typen aus, obwohl er offensichtlich blutig ermordet wurde. Der Unsichtbare. Wie gesagt, unterm Teppich müsste noch was sein, bevor du weitergehst. Unterm Teppich? Hinterm Schaukelstuhl müsstest du den Teppich hochheben können.
Oh, und da gibt's eine Geheimtür. Teppich anheben. Warum soll ich einen Teppich anheben können? Keine Hinweise darauf, dass ich einen Teppich anheben kann. Ein Rückfuß auf jeden Fall. Hinterm Teppich ein kleiner Schlüssel. Fass mal irgendwie diese Kante dort hinterm Teppich dort. Mit dem Stuhl, da müsste irgendwie dort. Zwischen Bett und Stuhl. So, die offensichtliche Kante meinst du? Guck mal. Hast du schon ein bisschen was sehen? Der macht es instinktiv zuerst. Oh, geht dorthin, okay. Macht den, rollt den Teppich hoch. Nein, die Buchtitel. Es sind die Buchtitel, die wir austauschen müssen durch die Statuen. Ah, shit. Weißt du noch was, wo war? Jugend war, glaube ich, in dem Dingens da. Stimmt. Ja, okay. Das war hier, dann der Altmann und das Meer. Das Altmann und das Meer war hier. Das ist ein gutes Rätsel, das werde ich mir klauen. Bücher mit Statuen austauschen. Okay. Buchtitel. Ich verstehe es bloß nicht. Wenn wir irgendwelche anderen Titel haben, dann müssen wir die wieder zurücklegen. Okay, cool. Okay, wenn du alles richtig eingesetzt hast, dann müsste sich eine Geheimtür öffnen. Ja. Ich habe aber mehr Titel rausgeholt, das heißt, ich muss noch Beyond Chaos zurückstellen. Chaos ist wieder zurück. Pyramiden waren hier. Und da ist das Geheimtür. Ah. Auch der lebt noch. Tja. Jetzt sprich gut. Sprich mal mit ihm. Kann ich nicht. Müsstest du. Ja, ich kann aber nicht mit ihm reden, wahrscheinlich aus einem bestimmten Winkel wieder. Ja. So, you kept your promise. Who did this? I didn't see. What does it matter now? I'm going to get some help. No, it's too late for that. And I can still be of some use to you. Du müsstest eine ganze Weile mit ihm reden. Genau, das war cool. Gib mein Bestes. Ah, und er hat das Necronomicon auf den Tisch liegen. Ja, ja. Ja gut, ich kann nicht viel mit ihm reden. Nur das Necronomicon. Ich kann mir hier gar nichts nehmen. Wahrscheinlich muss ich erstmal wirklich mit ihm reden, aber das will er gerade nicht. Du musst mit ihm reden und dann passiert bald was. Hier ist gerade so gefühlt 10 Minuten halt Dialog. Erstmal. Ja, es ist halt super nervig mit ihm zu reden, weil offensichtlich brauchst du einen bestimmten Punkt, einen exakten Pixel, damit erkannt wäre, dass ich gerne mit dem Mann reden würde. Geh mal kurz raus und wieder rein.
Der zählt jetzt einiges von Necronomicon und so. Ja, das ist mir klar. Du musst jetzt nicht das ganze Video gucken. Du kannst doch einfach ein React machen, wenn du hier alles spoilern willst. Alter, was ist denn das für eine Scheiße? Kannst mit dem Mann nicht reden. Das ist nicht möglich. Das ist wieder verpackt hier. Man muss irgendwie so 2 Minuten, so 2 Pixel vor dem, schräg vor dem stehen irgendwie. Ich guck mir das jetzt auch nochmal an. Ah ja, überraschterweise einer der meist wiederholten Punkte in diesem Video. Mensch. Wen wundert's? Trifft den Pixel. Ja, so ungefähr halt. Ich auch nicht sagen. Jetzt leckt mein Upscale-Ding hier auch noch. Oh Mann. Leckt das bei dir auch so hart alles gerade? Nö. Sehe ich nur drum herumlaufen. Das ist mein Upscale. Da muss ich jetzt hier wieder Tabs schließen, damit ich genug Speicher habe. Oh. Das ist keine schöne Sequenz, muss ich sagen. Das nervt mich. Du spielst nur. In dieser Position musst du irgendwie mit ihm reden. Jo, weiß so nicht. Man muss ihm ein Parchment geben. Wie soll man denn auf sowas kommen? Quatsch. Ach so. Quick. Give me the parchment. Wurde auch in keinem Satz sagen erwähnt. Nee, natürlich nicht. Great heavens. It's a- I've come across the name Cthulhu in old manuscripts concerning primitive religions. Nothing more. Nein, sind wir nicht. Da nicht drüber gestolpert. Der mich doch irgendwo erwähnt. Man has not always been the master of this world. But how can you believe such... I have little time. Hast jetzt in 20 Minuten gelebt, wenn der versucht hat, mit dir zu reden. These loathsome creatures can be brought back to reign over us once more. Das ist korrekt. How? There are portals through which the great old ones will enter in exchange for the promise of power, wealth and immortality. Oh, technisch gesehen nicht. There are men prepared to perpetuate the hideous ancestral cults. Psch, die Spiele kennen sich doch bestimmt nicht mit der Materie aus. Nein, tatsächlich nicht. Die großen Alten sind eigentlich die in der Arktis, die Feinde von Cthulhu und so weiter waren. Verderbt nicht das Spiel, die Spieler wissen es doch nicht, was da. Die haben doch die Bücher nicht gelesen. Ich bin hier für Hintergrundwesten. Die kennen sich so gut aus wie Pegasus. Their names are Dagon, Yog-Sothoth, Nyarlathotep, Cthulhu. There are many others. Alter, 2 davon sind nicht richtig. Psst, wenn du es nicht sagst, fällt es keinem auf. Ey, ich spiele das hier, weil ich mir mal wieder Experte für sowas bin. Zumindest RTL-Experte. How can I stop them? In 2 nights from now, in the center of a stone circle, the guardian of the portal will materialize. It must not be allowed to happen. Okay, Yog-Sothoth ist sowieso. But if you... My desk. The message. That man will help you. But... Noracomus, the sorcerer, even dead, he wields ghastly power. Dead? Remember? More things in heaven and earth, Horatio, than are dreamt of in your... Lass dir jetzt noch so berühmte letzte Worte haben, so... Was dir noch sagen wollte... Ja. Gut, das
sind also sehr viele Dinge nicht korrekt. Holy shit. Das muss ich auf jeden Fall machen, wenn ich irgendwann... Wenn ich sterbe, dann mache ich mal so mein letztes Wort so... mein großes Geheimnis. Nein. Der Klassiker wäre... Und zuletzt löscht mein Browserverlauf. Ja. Dann... Mein großer Schatz liegt irgendwo begraben. Das hat einer gebracht. In Amerika suchen sie seit Jahren danach. Ja. Irgendwo in der Grundline. Einfach das Necronomicon da liegen. Klar. The Necronomicon. I'll need a key to get this book open. Du willst das Buch nicht öffnen, glaub mir. Die Nachricht. Das ist halt... Wir haben halt wirklich nur die bekannten Namen einfach hier reingeklatscht. Weil. Tja. Ich meine, Dagon ist ein großer Fisch. Das ist ein Fisch, der dafür bekannt ist, besonders groß gewesen zu sein. Er hat nicht mal irgendwas. Außer groß und fett sein. Willst du mal mit dem Necronomicon lesen? Ja, sicher, warum nicht? Ich brauche aber einen Schlüssel dafür. Without the key. Der Schlüssel liegt unterm Teppich. Jetzt kann ich das wahrscheinlich tun. Versuch nochmal hier unterm Stuhl. Ah ja. Plötzlich geht das. Ich vermute mal, dass der Schlüssel dafür ist. Ah, okay, jetzt kann ich. Er hat leider gerade nicht nach unten geguckt. Kleiner Schlüssel. Kannst du den Schlüssel damit benutzen, oder? Nö. Ist er für was anderes? Er ist für was anderes, offensichtlich. Vielleicht für die Tür. Verzeihung. Das funktioniert nicht. Ich bin mir sicher, dass das uns der Necronomicon gehört. Das funktioniert auch nicht. Nee, offensichtlich nicht. Gut, der nächste Schritt ist dann... Hier und Necronomicon, doch. Das müsste eigentlich gehen, aber es geht nicht. Verlasse mal kurz den Screen. Moment, vielleicht interagieren hier viele Dinge miteinander. So funktionieren mal wieder Sachen nicht. Ach ja, du musst wieder Bücher im Regal lesen. Ah, ja, gut. The Ancients were, the Ancients are, the Ancients will be. Oh, das hätte ich vielleicht nicht skippen sollen. No, that doesn't work. Wir müssen es lesen, ich wusste nicht, dass so viele. The Ancients were. The Ancients are. The Ancients will be. Yogg-Sothoth knows the portal. Yogg-Sothoth is the portal. Yogg-Sothoth is the guardian and the key to the portal to summon him. Stand inside the circle at the appointed hour. Yagnai, Thafthuk, Nagai, Yogg-Sothoth. Incant three times. The light will be. The portal will shut. Frage, soll ich die fremden Worte übersetzen? Ich habe einen Übersetzer. Ist das notwendig? Was da tatsächlich steht. Nö, aber das Spiel ist nicht sonderlich lang, wir müssen doch Content machen. Das Spiel geht laut Worldshow noch lang genug. Nach 2 Stunden. Ich werde jetzt kurz mal. Was passiert, wenn man das das Necronomicon liest. Das hat gesagt, jetzt soll es bloß nicht machen. Jetzt hat das gemacht. Ich sag mal so, es gibt einen Grund, warum der Autor bekannt ist als der wahnsinnige Araber. Aha. Für gewöhnlich kann dein Verstand das, was da drin steht, nicht kompensieren. Dann wiederum, das waren die 20er. Und heutzutage haben wir so viel Scheiße gesehen. Ich glaube, wir könnten das einfach lesen. Ohne dass irgendwas passieren würde, außer dass wir sagen, ist besser als die Bibel.
Gibt schon verrücktere Werke. Ja, ich habe gelesen, wie ein Mann aus einem Grab aufsteht. Ich kann auch lesen, dass es offensichtlich den schwarzen Pharao gab, der die Welt versklavt hat. Ja, gibt heute selten was, was man nicht gesehen hat. So, gucken wir mal, was das Zeug heißt. Joxrudov heißt der irgendwie und dann... Ach so, ja, das ist nur der Gott. Das ist nur die pulsierende Masse an Kugeln, die das Portal bildet. Und den Beschützer und das ist irgendwie... Steht nur nach Jagnik. Ja, der ist prinzipiell dazu da, um das Portal für die Alten zu öffnen und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass es niemals geöffnet wird. Das heißt, es ist quasi ein üblicher Superschurke, der immer dafür sorgt, dass er relativ leicht aufgehalten werden kann. Ja. Das ist das lustige Konzept bei ihm. Und das erste existiert so nicht. Natürlich. Das sind doch alles englische Begriffe. Was wissen da? Ja, das erste könnte stehen für zweite Seite oben. Das erste Y könnte stehen für ich. Gehen wir mal davon aus, da ist das zweite ein. Komm, das zweite spielen. Nein, das krieg ich übersetzt. Das erste ist ich, Vater. Mhm. Was jetzt das? Oder? Ja, Ignai ist ich, Vater. Aber dieses Wörterbuch nicht umsonst. Ich werde es benutzen. Ah, ja. Und meine Maus ist verschwunden. Cool. Meine Maus war jetzt plötzlich weggeploppt gewesen. Schön. So, das zweite ist... Spiel, wie dir sagen, dass du weiter spielen sollst. Ja, ich hab's gleich. Also wir haben... ersten Teil, dann... Zweite ist ausgedacht, soweit ich das sehen kann. Beziehungsweise ist nicht üblicherweise vorhanden. Ja, das wird jetzt nicht existent. Und der letzte Teil ist tot. Wir können also feststellen, die haben nicht mal die Sprache gesprochen, denn sie haben sich Wörter ausdenken müssen. Weiß ich, denn ich habe viele Texte auf dieser Sprache geschrieben. Moment. Was? Oh nein, da habe ich es gespeichert. Ich hoffe, du hast irgendwo gespeichert. Ja, in der Pharmacy. Jetzt musst du mal das Entwicklungs... Oder hast du das schon gemacht? Nee, das geht jetzt... Ich hab nach der Pharmacy gesprochen. Du musst den Mönch nochmal verfolgen. Du musst nochmal zum Bürgermeister. Ja, ich muss den Mönch nochmal verfolgen. Ich hatte gerade Spaß mit Economicon. Also wir können festhalten, ein sinnloser Text der beginnt mit ich, wahrscheinlich dann Komma, Vater, ausgedachtes Wort, Tod. Aber alle Worte sind ausgedacht. Ein nicht existierendes Wort, meine ich damit. Warte erstmal, bis an dir vorbei ist. Du musst dem heimlich folgen. Ach, guten Morgen. Wie geht's so? Schöne Tomaten haben die hier. Haben sie ja schon gesehen. Du bist sehr heimlich. Du greifst dir mal ganz heimlich die Schlüssel. Ja, du. Ganz heimlich. Noch kurz mit dem Ladenbesitzer reden. Ich muss sagen, das macht das Spiel schon sehr lustig. Diese ganzen komplett nicht gut programmierten Events.
Ja, wobei für die Zeit ist es schon ziemlich gut. Woran bist du denn jetzt eigentlich gestorben, als du rausgegangen bist? Das Necronomicon ist explodiert. Aha. Das ist etwas, womit man nicht hätte rechnen können. Also wirklich nicht. Weil du es gelesen hast, oder? Nein, es ist in meiner Tasche explodiert, weil ich rausgegangen bin. Also musst du es zurücklassen, oder nie? Weiß es nicht. Guck mal, ich meine, das Rätsel ist jetzt nicht so nervig, das Gespräch mit ihm schon eher. Ich glaube, du musst es liegen lassen. Hm. Vielleicht. Oh nein, du musst das Gespräch nochmal hinkriegen, die Statue nochmal, oh Gott. Ach, die Statue, das ist easy. Die Ladezeiten sind nur üblich. Ich frag mich halt, wie kann das der Necronomicon explodieren? Das ist halt legit nur ein Buch. Das Gespräch muss nochmal hinkriegen. Es sollte eigentlich nicht vibrieren und explodieren. Ich bezweifle, dass der alte Mann hier irgendwie... Ja, du musst das Necronomicon liegen lassen. Nachdem du es gelesen hast. Bevor du rausgehst, du musst es wieder zurückgeben. Es hat eine Bombe drin, damit es keiner klaut. Hier das Ding. Und speichere rein. Bitte nochmal. Bevor das. Zurück. Die Statuen richtig erholen. Mehr brauchen wir. Ich baue keine Rätsel in meine Kampagne an, weil ich selbst zu blöd bin, Rätsel zu lösen. Ich kann Rätsel gut, aber ich kann tatsächlich. Nein, ich kann richtige Rätsel nicht gut, aber ich kann Puzzles sehr gut. Ich habe jetzt online ein paar Rätsel gefunden, aber ohne Lösung dazu, deswegen habe ich dann gesagt, ey, komm. So, who did it? I'm good. Parchment. Speichern. Skip. So, Parchment heißt einfach Pergament. Also, ich dachte, das hieß irgendwas, das heißt irgendwas Besonderes. Nein. Sollte man das Spiel nicht auch auf Deutsch stellen? Egal, wer sowieso bei. Du musst es nehmen und die Chronomikon tun lassen. Nee, ich muss erstmal hier den Schlüssel suchen. Haben wir das nicht letztes Mal auf Deutsch gespielt? Oh, glaube aber, es hat sich scheinbar verstellt und jetzt sind wir auf Englisch, jetzt passt das. Das ist doch nicht. Nervige Teppichfalte. Alter. Was ist mit dem Mann? Oh, small. Das nehmen wir mitgenommen. War es nicht so, dass du ein Necronomicon bei dir hast? Ich habe das Necronomicon. Ich habe auch das Spellbook zum Necronomicon und ich habe die Erweiterung. Ist aber das moderne, frei verkäufliche Necronomicon, das heißt, es ist quasi ein Begleitwerk zu den Lovecraft-Sachen. Es dient als das In-Universe-Zauberbuch dafür. Das ist nichts, was irgendwie real ist. Auch wenn manche es dafür benutzen, aber die Leute machen sich lächerlich. Wenn du dran glaubst. Glaubst kann alles ein heiliges Buch sein. Es gibt bestimmt auch Leute, die Angst vor Sauron haben und Gandalf anbeten.
Jetzt muss das Buch lesen und zurück auf den Schreibtisch legen, bevor du rausgehst. Sonst explodiert's, wie wir gesehen haben. The closeness of shadows, a study of the preaching of Laurent, known as the visionary. No, that. Leg's mal wieder hin. Ich hoffe, das geht. Hast du schon gelesen? Hab schon gelesen. Damit der Charakter das weiß, was drin steht. Back in its place. Ich meine, es ist nichts Beeindruckendes. Er hat es auch auf jeden random Seite aufgeschlagen. Ja, da liegt eine Leiche im Weg. Ja. Wir schlagen die Bibel an einer beliebigen Zelle auf. Ja. Aha, ich verstehe. Der. Ich habe eine Bibel bei mir, das können wir tun. Soll ich mal die Bibel an einer beliebigen Zeit aufschlagen? Kommen dann wieder die Nilpferde. Können wir mal gucken. Soll ich mal eine lustige Seite aus der Bibel finden? Jede Seite ist lustig. Jede Seite ist lustig. Mach mal auf und wissen erst. What sinister reading matter? Mach du währenddessen weiter. Kannst du das Haus verlassen? Ja, aber wir werden verfolgt von Kultisten offensichtlich dann. Mhm. Irgendeine Seite. Ja, eine von hinten, eine von vorne oder. Von vorne hast du eine relativ gute Chance, dass das Alte Testament ist. Da steht noch mehr Bullshit drin. Wir hören einfach mal irgendeine. Dann die goldene Mitte. Schlagen wir das Brett in der Mitte auf. Aha. Hier steht, wer aber Weisheit ist und wie sie wurde, will ich verkünden und euch kein Geheimnis verbergen. Ich will ihre Spur vom Anfang der Schöpfung an verfolgen, ihre Kenntnis will ich offenbar machen und nicht an der Wahrheit vorbeigehen. Wer sich von Neid verzehrt, soll mich nicht auf meinem Weg begleiten. Er hat mit der Weisheit nichts gemein. Okay. Ah ja. Amen, Halleluja. Oh. Ah ja, wir sind verhaftet worden. Ich hoffe, du hast gespeichert. Ich hatte zwischendurch irgendwas gespeichert. Ist das das Todesurteil bekommen oder was? Oder warum ist das jetzt ein Todesende? Vermutlich. Ich meine, wir sind irgendwo auf dem Land. Das heißt, wir haben wahrscheinlich gesagt, dieser Mann hat angeblich jemanden umgebracht. Lass ihn uns umbringen. The Necronomicon Note. Wir werden den Schlüssel suchen. Oh, a small key. Karte. Kann ich hier nicht machen, cool. Raus und noch mal rein.
hilft erstaunlicherweise. Ja, ja, offensichtlich. Jetzt hat er es automatisch gemacht. Cool. So, Necronomicon hier. Und zurücklegen. Und nicht verhaftet werden. Du, ich habe das nur gemacht, damit man das auch sieht. Ich kenne die richtige Route. Steht in dem Guide, den ich habe. Mhm. Wollen doch alle Todesszenen mitnehmen, oder? Eichern. Gucken, ob ich in der Bibel die Zeile finde, die sagt, dass das schwule Scheiße sind. Da gab es doch diese eine Buch. Das gab es doch diese eine Seite irgendwie, dieser. Die Idioten von den in Amerika mal hochhalten. One page ich of glaub, the Bible. Die Seite tatsächlich sind Water Life. Apropos, hast du mitgekriegt, dass es einen Donald Trump Film geben wird? Biopic? Wer will sowas sehen? Shit, falsch abgebogen. Mr. Parker, well. Und schon wieder verhaftet. Wieso werden wir eigentlich verhaftet? Oh, ist gespeichert. Ja, ja, hab ich. Weil ich mir schon gedacht habe, die Route wird nervig. Und das war's nicht, das heißt, wir gehen einmal hier durch. Pharmacy und dann ich habe gerade eine Reddit-Seite gefunden. Was sind die verstörendsten und seltsamsten, lustigsten Bibelpsalmen, die ihr kennt? Mhm. Mein Favorit, Jesus verflucht einen Feigenbaum aus Wut, weil dieser außerhalb der Saison leider keine Früchte trägt. Klingt ganz nach der Bibel. Wir können jetzt auf die Nachricht gucken. Bereit? Auf geht's. The man who can help you lives where the three colors float. From there, 100 messages leave. He's recently been looking for the forgotten cemetery, which is on the map everybody can see. Now, where have I seen a map of the region? What are these three colors? 100 messages? Was? Wie bringen wir uns das jetzt weiter? Was zum Ficken? Du musst jetzt irgendwo. Laut Work, du musst jetzt irgendwie zum Postamt. Ich werde dem Guide folgen. Ich weiß nur nicht, wie man darauf kommen soll. Wo habe ich alle Map der Region gesehen? Außer in meiner Tasche. Wir müssen zum Postamt. Keine Ahnung. Ja, wir müssen zum Postamt. Was ist das überhaupt für eine Scheiße? Hier kommt erst mal ein Bauer. Was will er denn jetzt? It's Mr. Parker. How about a drink with poor old Jed? I'd love to, but a little later. I'm in some... Another time, man. Was? Ein random NPC. Warum kommt der random Farmer jetzt her? Ich würde jetzt gerne diesen Typen umbringen, der unserem Kult schadet. Hey, wollen Sie ein Bier? Später. Okay, später. Das ist so eine Scheiße. Random NPCs sind immer das Beste. Good day, Miss Gilchrist.
I was told there's a map of the region hanging up here, but I... Oh, well, David Underhouse asked me for it, and I lent it to him. The poor man can't get around, you know. Such a cruel world. Where can I find him? There, the door at the end. Interested in Indians, are you? Mr. Underhouse is very keen. He's been looking for that cemetery for months. I beg your pardon? The cemetery of some Indian tribe, the Muckamucks or something. Well, he found it, and my, is he happy. As for savagery, I think the Indians might have learned a thing or two from the 7th Cavalry. Mr. Parker, my father often said, the only good Indian's a dead one. And he knew what he was talking about. Alter. Oh, Rassismus. Ich war Jahr 20, aber... Wow. Wer ist er jetzt? Wie kommt er hier hoch? Magie. Wie kommt der Mann hier hoch? Was sitzt in einem Rollstuhl? Fangst du keinen Rollstuhlfahrer-NPC irgendwo in den obersten Stock? Vor allem nicht mit offensichtlich Geisterrädern. Was ist das denn für eine Scheiße? Ich kann wieder nicht mit ihm reden. Warum kann ich nicht mit ihm reden? Du musst wieder genau auf einem Pixel stehen. Und du musst ihm eine Schrift mit Pergament geben. Thank you for defending the Indians, Mr. Parker. No, the walls don't have you. Wenn du dich zugehört. They are merely very thin. I believe you want to consult the map of this region. Please, go right ahead. I'm very grateful, Mr. Underhouse. So, Mr. Parker, why don't we discuss the Micmac? I'm afraid I didn't make myself very clear. It's precisely because I'm so ignorant about Indian culture that I'm here. Have you heard of Narakos? Indeed. He was the last of a particular branch of the Mi'kmaq tribe, a branch known as They Who Worship the Night Howler. By Night Howler, they meant Nyarlathotep. How did you hear about him? Warum spricht er einen Namen aus, den nur irgendwie drei Leute global kennen sollten? In Ägypten? Was zum Fick? He's supposed to have died 70 years ago. Ist halt ein Ägypter. I can only tell you what happened. Nicht mal die, das ist der eine Name, der... I know it's none of my business, but may I ask what you're looking for on the map? Das ist echt schmerzhaft für mich. Ich rede hier nur über das Universum, in dem das Spiel spielt, nicht über die tatsächlichen Bücher. Ja, wer hält's denn an die Lore? Lore wird überbewertet. Ich bin sehr sicher, dass Chaosium vorher die ursprüngliche Version von Masken des Nyarlathotep veröffentlicht hat. Das heißt, die müssen sich eigentlich zumindest an das Abenteuer halten. Let me answer you with a question of my own. Do you think that... There are names it is wise never to pronounce, and people it is wise never to meet. Alter, das sagt er, nachdem er casual einfach Nyarlathotep gedroppt hat. Was? Das tut mir gerade echt weh. An ancient curse hangs over Ilsmith. And Tobias Jug, who led me to you, is dead. Dead? Dear God, there is no time to lose. I'll get the diary and bring it. No, you'd better leave it where it is. There's no point in alerting them, is there? I can give you some information. I know the combination to the safe is made up of a number of digits. You don't happen to know what they are? When I discovered it, just before my accident, the digits had something to do with the Bible. Well, du bist ja auch gerade da. Wir brauchen Bibelzitate. You can thank me by bringing me a welche? The stone circle. Der Code hat irgendwas mit der Bibel zu tun. Ja. That's a promise. Ich hab's neben mir.
Das hast eine Verszeit, dann kann ich nachschlagen. Gleich. Eine Seitenzahl und so. Weil sind das irgendwie Versabsatz sowieso. Ich muss nochmal mit ihm reden, glaube ich. Ja, ich guck gerade. It's Pickett. Dachte ich mir doch, dass hier vorkommt. Wenn es schon um heilige Bücher geht. Und auf das Bücher, aber ja. Und auf das heilige Buch doch nicht fehlen. Immer Bibelzitate. Vor allem, das ist so, es ist so unnötig, weil die Bibel ist im Universe sehr viel jünger als irgendwas, was hier stattfindet. Mein Gott. Ja. Good morning, ladies. Es ist kennen, dass Priester in Cthulhu nichts drauf haben. Ich meine, die Bibel ist auch in echt relativ jung, wenn man so ist, dann ist da. Die wurde verschiedene Male umgeschrieben. Das ist die Ursprungsbibel, ist längst nicht mehr bekannt. Das wurde irgendwann mal Good Christians do not spend their time in bars, Mr. Parker. Good day to you. Oh Gott. Da gab es mal ein vatikanisches Konzil, was mal die ganzen gesammelten Schriften zusammengenommen hat und dann eine Bibel draus zensiert hat, durchgestrichen hat, also Sachen rausgeworfen hat. Also die. I hardly like to be without it. This Bible is the last reminder of my great aunt, a most God-fearing woman. Und die Einheitsübersetzung, die ich in der Hand habe, die ist, glaube ich, von 2014 oder so. Keine Ahnung, die ist das, also. Die wurde mehrfach umgeschrieben, die Bibel. Goodbye, Mr. Das ist absolut korrekt. Die haben auch alle Passagen rausgeschrieben, in denen es um. Ja, 2016. Um Marihuana gab. 2016, ja. War ich gar nicht so falsch. Die neueste Version, die ich in der Hand habe, ist von 2016. Die wurde 2016 das letzte Mal umgeschrieben. Also ist das, also so alt ist das Buch gar nicht. Ja. So, wir müssen jetzt dieser Miss Pickett anscheinend beweisen, dass wir ein guter Christ sind. Aha. Ja, sag an, welche Zeit brauchst du? Noch gar keine. Das war eigentlich nur ein Joke. Ich glaube nicht, dass sie ein tatsächliches Bibelrätsel bringen. Dann wiederum, es wurde in den USA verkauft und gemacht, also wer weiß. Ich bin bereit. Wir müssen jetzt erstmal einkaufen gehen. I just dropped in to say hello. That's very kind. I take everything. I'll take everything. Thank you. Come back soon. What can I get for you, Mr. Anything new to offer? I have some delivery problems with the road. Well, goodbye. Thank you. Er ist einfach in den Laden gekommen, hat gesagt, guten Tag, wie geht's Ihnen? Ich nehme bitte einmal alles. Und ist wieder gegangen. Ja, sinnvoll. Und gar nicht verdächtig. Nee, er hat halt den Harry Potter gemacht. Wir hätten gern alles. Das sind alle anderen Kinder im Zug so. Hm. Müssen wir was bei ihr benutzen, die Brooch. Don't try buying my respect with worthless shiny baubles. Was ihr geben? Hm. Na, vollkommen müsstest du jetzt so ein Diadem haben. So ein. Nicht Guck Diadem, auf, sondern so eine Brosche. Du musst jetzt eine Brosche herkriegen. Brusch, guck mal, da heißt das, das doch. It's almost like the one I lost last week. I don't know how to thank you. Here is my Bible. Please. Woher hätte man das wissen sollen? Ich hab wahrscheinlich alles im Hin. Stand wahrscheinlich alles in den Hintergründen der Charaktere im Handbuch oder sowas. Cool. Dann gucken wir uns mal die Bibel an. Ah.
Jetzt ist die Bibel Zitate. Seit 303. Was ist 303 bei dir? Das ist bestimmt was komplett anderes. Lass mal gucken. Hier ist, es gibt hier keine Seitennummerierung wirklich. Ja, doch, hier. Wir sind eher nach Verse. 303, sagst du. 370, 350. Hab's gleich. 12. Seit 303. Das erste Samuel 14, 49 bis 15, 22. St. Paulus ist es definitiv nicht. Das ist auch die deutsche Übersetzung, die amerikanische Sache ist nochmal ganz andere. Muss ja nichts heißen. Es gibt ja auch eine englische und eine deutsche Übersetzung und dann nochmal. Obwohl, wer ist es? St. Paul steht dort oder? Ja. Paulus ist ja Saulus, ist ja das ist ja die erste berühmte der heilige Transperson, die ihren Namen geändert hat. Auch mal interessant, wenn man darüber redet, dass die Christen gegen Namensänderungen sind. Saulus, der wurde als er getauft hat, wohl hat er seinen Namen geändert und wurde zu Paulus. Sauls erneute Verwerfung nach dem Sieg über Amalek steht hier. Ja, müsste also das sein. Ist 345 schon die Offenbarung? Was willst du denn jetzt hier? Klick doch an, dann wird dir erzählt. Oder ist das ein... Page 345. The Apocalypse according to St. John, Chapter 13, Verse 8. And the number of the beast is 666. Welche Seite war das? Apokalypse. Die Nummer des Teufels ist 666. Steht aus, müssen wir mal schauen. Seite 345. Da steht, dass die Nummer des Teufels. Angeblich. 345. Bibelkunde im Stream. Ich wollte gerade sagen, willkommen zu unserem Bibelstream. Wir sind heute sehr heilig unterwegs. Auf welcher Strophe sie steht? Das sehen wir gleich. Moment. Page 345. The Apocalypse according to St. John. 345. Kapitel 13, Vers 8. And the number of the beast is 666. 45. Die falsche Seite aufgeschlagen. Kapitel 13, Vers 8. Ist hier nicht. Schön. Hast du wieder die Kinderbibel draußen? 345 hast du gesagt, Seite. 345, Kapitel 13, Vers 8. Mit 13 ist ganz woanders. 13, Vers 8. Na, da steht auch was anderes. Ah, dann waren sie also nicht mal. Dann waren sie nicht mal bei der Bibel wirklich akkurat. Traurig. Tja. Also, das geht ja mal überhaupt nicht. Gerade weil es ein amerikanisches Spiel ist. Come back later. This is my break.
I won't bother you for long, Mr. Swig. What do you want? Be quick, my break has started. Perhaps I could wait for the mayor in his office. Nobody's allowed in the mayor's office during his... Oha. Hm? Ich hätte mich schon ein bisschen spoilern lassen. I was with the mayor no more than 30 minutes ago. He assured me he had told you to... He left no instructions. Du sollst jetzt einfach ins Büro reinlaufen können. Nein. Ich schicke mich gerade raus. Ich habe die falschen Dialogoptionen gewählt. Dann wähl die richtigen. Speichern. Richtigen sind... 2, 3, 1. Dann mach's nochmal. I simply want a few words with the mayor. Not possible. The mayor. I don't want to bother you, but the mayor suggested I enjoy the view of Ilsmouth from his... Ah, yes. You must be the photographer. It's about the next edition of... No, I'm the reporter. Well, all right. But don't go touching anything. You can't leave anyone alone. Okay, das waren die sinnlosesten Antworten überhaupt, aber gut. Klar. Das hat geklappt. Oh, fuck. Hier kommt gleich ein... Hier kommt gleich ein Tresorrätsel, falls du die Lösung brauchst, sag Bescheid. Alles gut, ich hab die Lösung hier. Wir machen keinen Hehl daraus, dass wir hier einen Guide benutzen, keine Sorge. Ah, und wie überraschend! Der Code ist 345, die Seite der Apokalypse, klar. Yep. Deswegen habe ich vorhin gesagt, ich habe mich schon gespoilert, oh fuck. Deswegen war meine Reaktion dazu. Ey, mir war ziemlich klar, dass die Apokalypse das Rätsel ist. Es will immer noch ein Horrorspiel sein. Bisher erstaunlich bin ich Horror. Das ist kosmischer Horror, das ist... überraschend. Wenig Horror meistens. There's a handle hidden in this painting. Dieses sehr offensichtliche Painting, das auf einem frei im Raum stehenden Safe geklebt wurde. Exactly. Joa. Kann man machen. Was ist das? Ein Loch, die man zu schnell ging halt nicht. Das ist halt, was willst du machen? Einfach mal in einem Buch gelesen. Leute verstecken Safes hinter. Der Paintings. Okay, ich hab nur diesen Safe. Was ist denn das für eine Scheiße? Jetzt brauchst du das, die Apokalypse. Ja, ich muss doch rausfinden, wie ich die Code eingebe. Ich hab 3, 4, 5 was. Ja, ich weiß nur nicht, wie genau ich das jetzt eingeben soll. Ah. 3. Und 3, 4, 5. Aber 3, 4, 5 ist auch ein Pass, ist auch ein Tresorcode, wo du der. Wo du dir an den Kopf greifst, wer macht denn so eine Scheiße? Und guck dir mal diese klumpige Pixelart an, die ist super. Der Mann hat größere medizinische Probleme als wir dachten. Ich meine, wenn du so ein Passwort hast, dann hast du es auch verdient, ausgeraubt zu werden. Okay. Das ist so ein bisschen. Wenn der Tresor. Wenn der Tresor des Passworts. Wenn das Code des Passworts 1234 oder 345 und so ist, dann kannst du auch offen lassen. Das ist genau so gut. Absolut.
Was ist das für ein obvious versteckter Safe? Holy shit! So, haben wir jetzt hier. Oh. Guck dich nochmal um, ob wir alles haben. Ja, ja, wir haben alles. Wir haben das Cigar Case und das Diary und wir haben. Mal hinsetzen und lesen. Er spielt Bürgermeister. Das, warum ist jetzt alles. My name's Jonas. Jonas Hambleton. In 1829, I made my fortune. The hard way. At sea. Und der Bürgermeister hat eine Präsentation über sein Leben. In seinem Büro. Na, das ist über einen seiner Vorfahren, glaube ich. At that time, I became interested in the occult. I read only the most accursed books. And then, I met Noracomus. He initiated me into the ancient practices. At last, I was in contact with those from the outside. Was ist das denn für ein Gedankensprung? Hallo, mein Name ist Jonas, ich bin Fischer. Ich war sehr gut im Fischen, deshalb habe ich mich für das Okkulte begeistert und Blutopfer gebracht. Ja. Normale NPC-Back. Normale NPC-Background-Story-Modi, du weißt doch. Ich liebe das. Ich gab ihn. Meine eigene Frau, Lavina, war der Bargain, du siehst. Ich schrie die Invocations. Und er kam. Na gut, die Frau hätte ich jetzt auch geopfert. Ah, der Typ, den wir am Wald gesehen haben. Klar. Alter, was ist das für eine Scheiß-Story? But that was of no importance. The pitiless god Dagon wanted that union. That was the price of my immortality. Das ist nichts, was Dagon machen kann. Psst, wenn es nicht verriet. Ja, das ist ziemlich akkurates Bild davon. Wilbur and Curtis. The second of them betrayed and abandoned me. But the first followed in my footsteps. Ah, ja. He has my gift. He can beg to the stones. They all think I'm dead. Und der Bürgermeister der Stadt ist also. Only he who reaches that place where water, earth and sky come together can find my burial place. Der Bürgermeister der Stadt ist ein Sektentyp. Sehe ich das richtig? Mm. All because of that accursed Boliskin. But gods are immortal and time means nothing to me. Das ist für ein Gott, der weiße Fischer. Can destroy the families without the statuettes, ein Bürgermeister. Which I guard, and the secret incantation. In 1910, the comet will come again, and the prophecy will come true. Cthulhu! Schlecht ausgesprochen und ein Zitat aus dem Kontext gerissen. Schön. Der Großzitat. Ich bin nicht sicher, aber ich glaube, er hat einfach nur geschrieben, der große Cthulhu schläft. Wer ist nicht? Okay, er hat aber tatsächlich den klassischen Deal mit Dagon gemacht. Der ist einfach ein alter Fisch geworden. Cool. Er hat die Sauersprache. Es fällt jetzt nie auf. Ich meine, es ist. Denkt dann, es sind Amerikaner. Aber die Aussprache ist wirklich schlecht. Ich kann dir zig Seiten Text vorlesen darauf und das würde wahrscheinlich besser klingen. Fast wie eine echte Sprache, weil ich weiß, wie man diese Buchstabenkombinationen zusammenstellt, weil ich Deutsch bin. Und die haben ähnliche Buchstabenkombinationen. Hm. Aber die Amis halt nicht. Ja, yep, das ist das Problem. So, speichern. Das ist eine dumme Backstory gewesen. Holy shit. Jetzt weg hier. Ich glaube, du musst wieder zum Postamt.
Ja, wir müssen noch das Zigarren-Etui angucken. Why don't I unscrew this case? What's this inside? Mit Papier. A parcel to collect at the post office. It's addressed to W. Hambleton. Warum hat der Bürgermeister das? Was ist das für Scheiße? Das würde doch niemand abkaufen in keiner Welt. Ja, in dieser schon. Nein, nicht mal in der. Ich lache mich hier wirklich kaputt. Das ist für mich eine Comedy-Veranstaltung. Aber das ist großartig. Post Office war hier, nehme ich an. Nein, oh. Offensichtlich nicht. Alter. Keine Ahnung, wo das war. Erich kann die Karte benutzen. Ah, andere Richtung. Sieht fast identisch aus, aber ist ein anderes. Mal die Note hier. So, you're on an errand for Mr. Hambleton. That'll be $3, please. That must be a frock. Mr. Hambleton always orders them from Boston. Thank you. Good day. Gut, Datenschutz 110. Kennt man. Gab's damals noch nicht. Ja, das war das akkurateste Event, was wir bisher so hatten. Ach, okay, Sie haben den Zettel, den irgendwer handschriftlich gemacht hat. Ich hinterfrag das nicht. Hier haben Sie das Paket, sind $3. Danke. Und jetzt verschwinden Sie. Das ist wahrscheinlich sehr akkurat. Ja. Der Datenschutz ist eine sehr neue Erfindung. Let's see what's in this package. Okay. Was du mit der Post verschickt hast, ist dann war eine ganze Zeit auch jemandem völlig egal. Ich liebe es immer noch, dass man NPCs einfach aufhalten kann. Hm. Kann das denn erst mit dem Reden ist. Ich habe sie von ihrer Großmutter getrennt. Jetzt kann sie endlich ein eigenes Leben leben. Der Brunnen. I shouldn't be disturbed here. Oh. Das ist ein Wild. Keine Robe. Ich find's lustig, dass die Poster fürs Frau gesagt hat. Ach, das wird wahrscheinlich wieder eine Kultistenrobe sein. Die bestellt ja immer aus Boston. Ja. Ich meine, das ist akkurat für. Das ist sehr akkurat für eine Postangestellte, aber komm schon. Nach rechts musst du. Ja, ich weiß. Nach rechts zum Leithaus. Jetzt geht's zum Lichthaus. Okay, trägt der Typ ein Hemd oder dich? Frage. Er trägt ein pinkes Hemd. Ich bin nicht sicher. Es könnten auch sehr trainierte Muskeln und Hosenträger. Ich glaube, er trägt ein pinkes Hemd. Hello, Mr. Wilbur. Everything okay? Umpf. Oh, we can go. Mr. Wilbur is there. Das ist genug Verifikation. Ja. Er hat mich angegrunzt. Es ist der Richtige. Passwort. Das ist so herrlich dumm. Jetzt komm ich langsam rein. Was ist das neue Ort? Das ist doch ein schöner Moment, um mal kurz. Ich brauche mal eine kurze Toilettenpause mindestens. Und Kaffee. Und ich bin müde, ja, ich brauche einen Kaffee. Stell ich mich einmal kurz rein, zieh die Kleidung aus und dann. So, ich glaube, wir sind jetzt etwa bei der Hälfte, der Rest geht relativ schnell. Ja, kurze Pause, bis gleich. Ja. Weiter geht's. Okay. Ich muss mal eine neue Pausen-Screen-Video-Sache schneiden. Und mal ein paar neuere Videos da mal reinpacken. Vielleicht auch aus Call of Cthulhu kann man vielleicht auch ein paar lustige Clips
reinpacken. Ein paar Cyberpunk-Clips habe ich auch, ein paar lustige, die man auch mit reinbauen kann. Ach ja, du machst ja die Pause immer mit irgendwelchen Clips. Ja. Da sind ein paar lustige Clips von uns, wo wir gemeinsam Projekte gespielt haben. Und drin. Ah ja. Ja, dann rein in den Leuchtturm. Okay. Ich sollte die eigentlich hier benutzen können. Hm. Ah. Ich war nicht weit. Anderes Fenster. Gestanden. Warum gehst du nicht durch die Tür? Die ist verschlossen. Mhm. Ah ja, auf dem Leuchtturm. Was gibt's hier eigentlich zu sehen? Warum sind wir hier? Oh ja, es ist ganz nett hier. Und hier ist noch ein Zahnschloss. Das sieht aus wie ein Zahnschlossrätsel. Was? Warum wird er jetzt verfolgt? Aha, eine Sonnenuhr. Macht Sinn. Oh, eine Karte. Flügel, was? Okay, du hast jetzt Flügel. Kann die aber jetzt nicht hier benutzen, um. Now, let's just hope this thing works. Was? The was? Fuck? okay. Funktioniert. Schön lustige Todesszene. Ich hoffe, du hast gespeichert. Nun. Ja, ja, ich hatte hier beim Bürgermeister gespeichert. Okay, auch dem Arzt zu sterben. Das hat man noch nicht. Hat sich gelohnt. Flügel auf einem Turm in einem. hinter einer Sonnenuhr. Also, wie random ist dieses Spiel? Ja. Weil offensichtlich, man muss die Flügel tatsächlich benutzen, wie es scheint. Hast du den Tresor schon geöffnet? Hast du jetzt alles rausgenommen, oder? Ja, ja, das ist alles erledigt. Wisst ihr, wir haben das Cigar Case. Okay, dann wieder zum Leuchtturm. Ja, ja. Du musst dir erstmal die Robe abholen. Beim Leuchtturm. Ich möchte ganz gerne eine Sache wissen. Kann ich jetzt hier... Kann ich scheinbar nicht. Ihr brauchst irgendwo für anders. Guck mal eben, ob das nur im Büro geht. Moment. Why don't I unscrew this case? Ja, geht nur im Büro. Natürlich geht das nur im Büro. Ortsgebundene und gebundene Rätsel. Ja. Und jetzt sie. So, dann holt ihr den Umhang und dann. Ja, das ist ja schnell. Und speichere diesmal vor dem Leuchtturm, bevor du nochmal runterspringst. Du, das hat sich gelohnt, die Todesszene. Yep. Da dachte ich, das würde funktionieren. Ja, ja, wieder die Sache mit. Ah, ist eine Robe, die bestellt ja immer aus Boston. Noch wieder wäre es gewesen, wenn es geklappt hätte. Wenn du wirklich geflogen wärst. Dann hätte ich das Spiel einfach ausgemacht. Die wieder von ihrer Oma trennen. Jetzt Flügel, du kannst fliegen. I shouldn't be disturbed here. Was wär's, wenn du dann einfach die Fähigkeit Fliegen freigeschaltet hast? Du bist jetzt einfach ein. Kannst du jetzt immer fliegen?
Ah, hello, Mr. Ruff. Fliegen, so die Attacke bei Pokémon, die auch. Da musst du erst den vierten Arena-Ohren gemacht haben, damit deine Pokémon die Flügel haben, fliegen können. Nee, ich meine, Dodo ja. Dodo hat ja gar keine Flügel. Der fliegt mit seinen Köpfen. Ja, man weiß bis heute nicht, wie dick da unten aussieht. Und wie Dodo fliegen lernt. Und wieso Glurak jetzt nicht lernt. Garados kann fliegen lernen, wenn ich mich nicht irre, in irgendeiner Version. Mhm. Das ist halt auch beängstigend. Stell dir mal vor, du bist ganz normal da und dann fliegt so eine 30 Meter Wasserschlange in deine Richtung. Hol dir nochmal die Flügel. It's a small sun. Well, well. Impossible to get out through this door. So, was muss ich jetzt tun? Durch die Tür vielleicht rein? Hast du die Flügel schon mitgenommen? Vielleicht kannst du nochmal runterspringen. Ja, kann man und werde ich auch müssen, aber ich muss erstmal Handle benutzen. Du musst vielleicht durch die Tür. Okay, ich muss das wahrscheinlich an einem ganz bestimmten Ort tun. Hinter das Ding hier? Ah, natürlich, macht Sinn. Die Kerze mit einer Lupe zum Brennen bringen. Mit Streichhölzern gibt es noch nicht. Doch, aber er hat ja keine dabei. Ich werde erstmal eine Stunde so halten, damit es die Kerze zu brennen beginnt. War ein Pixel zu weit oben. Okay, wir haben eine brennende Kerze und nun. Mal gucken. Moment. Vielleicht tut denn das Lichtstoß rein. Wieder ein Rätsel, auf das niemand gekommen wäre. Ja. Why not use the wax from this candle to strengthen the wing? Let's hope it holds. Wir benutzen das Kerzenwachs, um die Flügel zu verbessern. Und jetzt benutzen wir die Flügel. Now, let's just hope this thing works. Weil mit Wachsemotionen die Flügel besser fliegen, oder was? Ja, du, aerodynamischer, ne? Ich dachte, klebt sich die wenigstens am Rücken fest, oder was? Ist dann. Sorry, aber das ist Monkey Island Level an Scheiße. Where am I? Oh, der Zirkus. Der Tanz. Ich höre die rassistischen Witze jetzt schon. You were the only one brave enough to act. Do you feel better? Yes, thank you. God be with you. The danger is great for you. We spent the night. Ein herumreisender Zirkus, wenn ich einmal das Z-Wort höre, bin ich raus. The devilish chanting. We saw. Mr. Wilbur. Be quiet, Pepto. I can help you. I can make the shadows speak. The shadows that wander in other worlds. They may be of help to you. Das ist eine Scheiße. Tut mir leid, ich dachte wirklich, dieses Spiel wäre gut. Ja, du hast das Spiel ausgesucht. Ja, ich dachte wirklich, es wäre gut. Ich habe das Gefühl, ich muss mich jetzt wirklich entschuldigen.
Das ist doch ganz lustig. Ich glaube, du musst mit der Kugel reden. Gebe mein Möglichstes. Wie kannst du auch mit dem tanzenden Bär reden? Well, if you think so, go ahead. Sit down facing me, Mr. Parker. Concentrate. Empty your mind of stray thoughts. Streunende hübsch animiert. WhatsApp. Na komm, wen zeigt es? Warum? Oh Mann, ein Dinosaurier. Ich hab doch gesagt, WhatsApp. My name is Lord Alistair Bulliskin. You have followed in my footsteps. Now you must destroy the curse of Cthulhu. Long ago, when Illsmith had no name. Ich liebe die im Hintergrund. Was? Früher ist die Menschen mit den Dinos gemeinsam lebten. A sorcerer perpetrated barbarous sacrifices in the name of the great ancients. The walls amplified the chants of the blood crazed adepts. The great ancients took pleasure in our suffering. They have not forgotten the splendor they once knew. If you do not act in two nights, when the comet passes, then the world will once more be enslaved to these loathsome gods. Must not be permitted to return. What I did 76 years ago, you must do. I will help you. But first, you must fight the men who give themselves over to these abominable rites. You must fight alone. Ich meine, zumindest kriegen sie Atlantis richtig dargestellt. Vielleicht ist das was. One day, the ancient city toppled to the bottom of the ocean. Only thoughtless fools imagine the curse has been lifted for eternity. Of that accursed city, only a stone circle remains. There, the surviving members of the cult meet for their hideous rituals. The great ancients impatiently await the day when they will reconquer their lost kingdom. His city of dead Relia, Cthulhu dreams and waits. Und wedelt mit seinen lustigen Tentakeln offensichtlich. Was ist für eine hässliche Animation von dem Tentakel? Warum wird er plötzlich dick? Tja. None may gaze upon the face of the gods and hope to keep his sanity. Now you must go to where Jonas rests for all eternity. Okay. Das war ja meine Wahrsagung. You must leave now. Remember, nothing is written forever. Believe in yourself. Wie kam es dazu? Merkwürdig. Entwickler wollten ein bisschen Story erzählen. Ein Ja ist ja schon gut, aber warum müssen die das alles so...
doch gute Geschichten zu erzählen. Sie kannst du nochmal ein bisschen mit den Bären sprechen? Oh, ich kann mit den Bären sprechen, gerne. Stimmt lustig. Ach, Mensch. Das sagt Mr. Wilber auch immer. Ein Trumpf. Da hätten wir so die richtige Antwort für den Dialog mit den Leuten gekriegt. Vielleicht ist er der Bürgermeister. Das erklärt's. Hölle, sind wir gelandet. Ich glaube, ich habe die Idee, wo wir sind. Wir sind im Wald, wo... Ja, jetzt müssen wir noch rechts gehen. Oh ja, ich kann hier direkt bewegen. Kann hier nicht rechts gehen. Ah, da ist der Specht wieder und dann heißt das, wir kommen jetzt wieder zu unserem Haus. Und es ist natürlich Nacht. Und was tun wir dann? Erstmal nach Hause gehen. Jetzt erstmal schön durchschlafen. Ja. So muss das. Ja. Guck mal, was wir jetzt tun müssen. Ja, wir müssen zur Pharmacy gehen. Durchgeschlafen wurde im Cthulhu-Game nicht. Nee, da verliert man nur Sanity. Good evening, Mr. Bishop. Good evening. Have you heard the news? No. What is it? Jug's dead. Baggs discovered his body. Dr. Cobble says it was suicide. It's horrible. Yes. Yes. Was war das denn für eine Antwort? Could you lend me the cemetery key? I would like a few moments there to collect my thoughts. Sure. Take it. Okay, cool. Vollkommen unsicher, wie wir jetzt auf die ganzen Sachen gekommen sind, aber... Ich glaube, wir haben das Gebiet von sinnvoller Story schon längst verlassen. Ein neues Gebiet. Das sieht ziemlich cool aus. Das gefällt mir hier. Ergeben die Rätsel überhaupt jemals Sinn? Ja, bisher nicht so wirklich. Ohne Geist hätte ich nicht gewusst, was wir irgendwie machen sollen. Man, ja, weil wir mit den ganzen NPCs reden müssen und Hinweise kriegen, aber... Wer spielt denn bitte auch Adventures ohne einen Geist oder eine Komplettlösung? Moderne Adventures, ja, aber das hier nicht. Ja, auch moderne Adventures. Nee, das hier ist halt so die letzten Züge von den alten Monkey Island Sachen, wo du halt ohne Guide nichts wirklich machen kannst. Ich meine, es gibt immer ein paar Leute, die das behaupten, dass sie ohne Guide spielen, aber die kommen auch immer viel zu schnell durch, wo ich mir sage, er ist echt, nee, komm. Wenn ich tue auch immer so, als ob ich kein Guide benutzen würde, aber in Wirklichkeit. Ich benutze meistens keinen, außer wenn ich halt, ne. Ich halt Hilfe brauche und Monkey, hier, weil... Mein Monkey Island kann ich inzwischen, oder die Deponia-Teile kann ich auch inzwischen ohne Guides durchspielen, weil ich das schon 50 Mal gespielt habe, gefühlt. Weil ich die halt einfach schon kenne.
mit der ja, aber Lösung für die Rätsel. Das macht dann halt einfach keinen Spaß. Ich find's immer noch lustig. Die Ponyteile habe ich jetzt neulich erst im Stream nochmal durchgespielt. Fand ich lustig. Here lies Henry Pratt. Ich kann Spiele auch nochmal ein zweites und ein drittes Mal nochmal spielen. Sollte man. Und Serien kann ich mir auch mehr vorangucken und Filme. Es gibt immer so ein paar Filme, die du wirklich dann nie wieder gucken kannst. So wirklich so ein paar Spiele, die da. Es ist so gerade so Krimis sind, so ein bisschen so Detektivfilme sind. Wenn du den Mörder kennst, ist es halt nicht mehr so wirklich lustig. Es ist halt wirklich so. Zum Beispiel Mord im Orient Express oder so, weil so der Film so das kannst. Ist ein cooler Film, aber die kannst du das zweite Mal nicht mehr wirklich gucken, weil dann weißt halt schon, wer es war und was passiert. Mord im Orient Express weiß jeder, wer der Mörder ist am Anfang. Komm schon. Ich wusste es nicht. Ob du das Buch nicht kennst, die ganzen alten Filme nicht kennst, Popkultur generell nicht kennst. Wow. Kenn ich leider nicht. Und auch generell Krimis so ein bisschen. Die Knives Out Filme hast du aber gesehen, oder? Nee. Musst du dir angucken. Du hast doch Netflix. Die ganzen Sherlock, die Sherlock-Serie, BBC Sherlock-Serie ist auch irgendwie ein bisschen unwitzig, wenn man schon weiß, wer es, wie es halt die Lösung ist, dass dann irgendwann, ja. Da geht's doch nicht um die Fälle, da geht's doch um die zwischenmenschliche Dynamik zwischen allen Charakteren. Naja. Die Serie ist super. Gut, ich meine das Ende, wenn du da weißt, was da passiert, das ist klar. Welches Ende? Das aktuelle Ende der Serie. Es ist noch nicht offiziell beendet. Es gibt noch Diskussionen, ja, ob noch eine fünfte Staffel kommt. Ja, es wird auch irgendwann kommen, aber das aktuelle Ende, da wäre es natürlich schade, wenn du alles kennst. Das mit seiner... Ding ist da. Darf man die Serie spoilern? Ich meine, die letzte Staffel ist eine Weile raus. Weiß ich nicht. Ich hab's alle gesehen. Außer dir guckt diese Videos. Was zum Ficken? Das ist eine Todesszene. Oh. Ich hoffe, du hast gespeichert. Okay, ich hab am Leuchtturm gespeichert zuletzt. Oh, scheiße. Was du zum musst, Ficken war das? Du musst regelmäßiger ja, speichern. Ja. Ich vergesse immer, dass das noch das letzte Spiel aus der Ära war, wo man sehr schnell sterben konnte. Du spielst ein Cthulhu-Game. Das ist aber nicht so, dass du einfach alle 5 Minuten stirbst, weil du eine Tür aufmachst. Das rechnet man doch nicht. Tja, nochmal von vorne. Du musst öfters speichern. Ein Pixel nehmen. Du musst nur lang draufhalten. Why not use it? Diese Szene macht dich fertig. Irgendwann da Flügel in einem Geheimfach im Leuchtturm. Where am I? Es ist halt, als hätte man Monkey Island Rätsel auf ein ernstes Setting geklatscht. Yes. Das Setting ist ernsthaft. Kommt mir bisher auch nicht so vor. Sollte es eigentlich sein. Well, sit down. Kann das nicht skippen. Kommt mir bisher eher wie eine viel zu langweilige D&D-Runde vor. Also nicht eine D&D-Pen-Paper-Cthulhu-Runde vor.
Nein, die sind besser geschrieben und das heißt einiges, weil die Abenteuer sind für gewöhnlich scheiße geschrieben. You know. Moment, da fand ich ja unsere Cthulhu-Runde schon besser, die mit dem... Ja, die war nicht gut. Die war innerhalb von 10 Minuten irgendwie runtergeschrieben, weil mir nicht eingefallen ist. Ah, ich war immer noch... Besser als das hier? Ja. Und das lief lustiger. Ich meine, das Finale, wo wir halt literally durch eine Stunde diskutiert haben, ob wir den Endboss bekämpfen, irgendwie das dann. Das ist aber tatsächlich Standard, relativ Standard. Ich höre mir auf der Arbeit jetzt aktuell immer die Masken des Nyarlathotep, die Kampagne an von einem Podcast. Das ist auch sehr übel, was da teilweise los ist. Und dann hast du die Version von Orkenspalte, wo es einfach heißt, oh, wir wollen da unten jetzt eine tote Königin wiederbeleben. Wir drehen uns um und wir verlassen dieses Land. Das war so antiklimatisch. Haben das Nötige gemacht? Ich fand's gut, mit welcher Selbstsicherheit ich damals die falsche Entscheidung getroffen habe. Du hast eine falsche Entscheidung getroffen. Ich war dann, glaube ich, dafür, uns irgendwie das Dorf zu verlassen, und dann haben dann die anderen auch dafür gestimmt, und dann waren wir am Ende, sind wir im Kreis gefahren. So, das Abenteuer geendet. Naja, ich erinnere mich nicht mehr daran, das war wirklich nicht gut geschrieben, ich kann das mittlerweile sehr viel besser. Hm. War ich bei Cthulhu auch nicht mehr was Selbstgemachtes machen würde, sondern nur noch die vorgeschriebenen. Dann sollte man Halloween vielleicht Call of Cthulhu für dich spielen, statt... Ich plan schon gerade ein D&D-Abenteuer, was man... Hast du denn schon was fertig? Ich habe schon eine Map, ich bin gerade an der Map am Bauen, und eine grobe Hintergrundgeschichte ist schon so gerade im Plan. Falls das eine Hintergrundgeschichte braucht. Wenn du es nicht hinkriegst, ich habe mittlerweile alle Halloween-Dinger, da kann man ein schönes, lustiges Slasher-Abenteuer machen. Also ja, quasi Freitag der 13. in Cthulhu. Kann dir mal, wenn wir aus dem Stream raus sind, kann ich dir mal erzählen, was ich so vorhabe. Ich will jetzt den Stream nicht spoilern, was halt Stream werden. Deine Streams guckt niemand. Du kannst es spoilern. Ja, die Pen Paper Streams, die waren immer, kann ich mich dran erinnern, dass da ein paar Leute da waren. Die sind relativ. Ja, die Leute, Die Leute, die mitgespielt haben, waren da. Ich habe mittlerweile meine Streamrunde übrigens auch aufgegeben, so ein bisschen. Weil es mir wirklich zu viel Stress ist mit der aktuellen Arbeit und so weiter. Das kriege ich nicht hin, das wirklich entertaining zu machen. Ja, mach das, wenn du wieder Freizeit hast, wenn du Urlaub hast. Ja, wir ziehen das privat noch fertig durch, damit alle einen schönen Abschluss haben, und dann war es das erstmal. Stream-Sachen würde ich auch nichts mehr so Nerviges machen, sondern halt wirklich, wie gesagt, eher vorgeschriebene Cthulhu-Sachen. Das hast du doch schon bei uns gesehen, dass als wir noch Pen Paper gestreamt haben, dass du da musst du One-Shots machen, du kannst doch keine Kampagnen machen, man kann Kampagnen machen, wenn die Leute halt alle down dafür sind und sich regelmäßig treffen. Das geht ja eigentlich auch ganz gut. Ja, ich krieg ja auch meine Kampagne hin, aber nicht im Stream. Das ist halt so. Außerhalb vom Stream krieg ich es auch hin jetzt, aber. Das geht schon. Du kannst auch Kampagne mit Leuten machen, aber. Es ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend, wenn du von Anfang an eine Quatschkampagne machst und dann fällt dir nichts ein und dann kriegst du keinen lustigen Joke mehr unter und dann ist das wieder scheiße und das kriegst du nicht hin. Das ist halt gerade mein Problem. Bin halt gerade in Sachen lustige Sachen sehr leer, wenn es jetzt um sowas geht wie City of Mist, Cthulhu Tech, wo ich jetzt demnächst eine Kampagne starten möchte. So, jetzt sind das wir wieder. Kann ich dir runterschreiben wie nix. Ja, jetzt sind wir wieder da. Jetzt sind wir wieder am Punkt. Speichern bitte. Alles gut. Unbedingt speichern, wenn du stirbst, dann. Ich speichere in der Krypta. Ich würde durch eine falsche Tür gehen und dann sterben. Ja, komm, das war halt wirklich unnötig. Wenn du stirbst, dann hast du wenigstens einen guten Checkpoint. Ja,
Meine Kampagne läuft auch relativ gut, wäre fast streamfähig. Aber die Spieler sind halt, naja. Die wollen nicht streamen. Verständlich. Ich schreibe bei meiner nächsten Ausschreibung einfach hin: Jo, ich würde das ganz gerne aufzeichnen, wenn es cool läuft. Privatgespräche raus und dann let's go. Da sind meistens die Leute einverstanden, wenn sie halt nicht zu sehen sind und wenn klar ist, dass es um das Spiel geht. Ich suche noch Leute für die. Ich glaube, ein oder zwei habe ich schon, aber ich bräuchte noch. Hättest du vielleicht Interesse an Halloween? 30. 30. müsste gehen. Donnerstag ist halt schwierig, weil wir sind aktuell immer noch in. Das ist durch den Mittwoch, oder? Welcher Tag ist der 30.? 30. müsste Mittwoch sein. Hast du gespeichert? Ja, ich habe gespeichert. Wer kommt denn darauf, dass das hier ein Abgrund ist? Das sieht aus wie eine Tür, die einfach in den Gang führt. Jetzt hast du ein Seil. Es sah halt auch wirklich aus wie ein Gang zu einer Krypta oder so. Ja. Oh, wir können einen menschlichen Schädel mitnehmen. This mask is somewhat worrying. I have a feeling I've seen it before somewhere. Alter, wenn dein Kopf groß genug ist für diese Maske, dann hast du ganz andere Probleme. Vielleicht gibt's irgendwo eine Verkleinerung. Cast Reduce auf die Maske und will sie tragen. Ah, ein Jumpscare aus den 90ern. Das ist irgendwie süß. Ein Baseballschläger. Schön. Mhm. Ist immer noch ein Highlight in irgendeinem Spiel. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel es war, aber irgendwo, wo es wurde einfach die englisch-deutsche Übersetzung so verkackt war, dass dann einfach Fledermaus da stand und du deine Waffe, der Baseballschläger einfach eine Fledermaus war. Ich geh jetzt hier rein. Hey. Lass dich nicht von der Falle treffen. Ich will mich von der Falle treffen lassen, aktiv, aber sie trifft einen nicht. Doch, jetzt. Okay, das war eine lustige Szene. Jetzt geht das natürlich. Alter. Gerade eben 5 Minuten den Dingern nachgerannt und jetzt. So, komm. So. Na, das ist die Maske. Ein klein. Das ist ein Schädel gewesen. This mask is somewhat worried. Gut, speichern. Da draußen ist die Falle. Ja. Ja. Oh boy, das ist keine schöne Sequenz. Du wurdest schon wieder aufgespießt. Ja. Geschafft, speichern. Alles gut. So, was ich hier machen muss, ist mir nicht ganz klar. Das ist halt eine lustige Fledermaus. Den kann man, glaube ich, nicht, oder? Nein. Nehmen wir an, ich muss 2 Schädel platzieren. Ja.
Höhe. Wer ist das denn? A human gaze in a block of stone. Das ist doch kein das Human Gaze. Sorry, ich bin unsicher, was das sein soll. Soll das Hydra sein? Vermutlich. Okay. Spinne. Spinne. Er starb an einem Herzinfarkt, weil Spinne. Ja, Arachnophobie ist nicht zu. Das ist was Ernsthaftes. Ja, du, wir spielen sowieso offensichtlich einen herzkranken Kultistenjäger, also. Achtung, nicht auf die Spinnen treten. Ja, die sind viel zu klein und zerbrechlich. Und du musst jetzt durch die Falltür oder was? Nee, ich muss den Knopf hier aktivieren, damit hier das Ding aufgeht. Ach so. Relativ offensichtlich. Das ist halt so ein Abenteuer-Dungeon, nenne ich es mal. Ich hast du ein Windows-Logo. Was Simon says. Nein, ich muss nur alle vier berühren. Ah, okay. Auch sehr offensichtliches Rätsel. Speichern. Okay, Statuen mitnehmen. Sicher, kein Problem. Erste Statue. Zweite Statue. Warum ist da eine Schlange? This snake is 10 times the normal size. Ja, das ist eine durchschnittliche Schlange. Hey, die Statuen kommen nicht hier hin. Die erste Statue musste dahin. Klar. Was? Schon wieder tot. Wie? Wie hätte man das voraussehen können? Ja, gar nicht. Das ist ein fucking Sierra Adventure an dem Punkt. Geh jetzt mal hier lang und fall wahrscheinlich jetzt wieder in den Tod. Hier ist eine Sackgasse. Ja. Dann kommt die erste Stadt halt jetzt dahin. Schon alles sehr wild, was hier passiert. Schon wieder das Dungeon. Ah, die zweite Statue musste hier hin. Okay, ich gehe jetzt mal rein. Ich habe gar keinen Überblick mehr. Cool. Und ein Todes. Das gespeichert? Ja, klar, habe ich gespeichert. Ja, cool, dann musst du jetzt also die erste Statue auf die. Du musst Seite halt hier gehen. Wirklich jede in jedem zweiten Raum speichern. Damit das irgendwie. Damit du es schaffst. Statue hier. Ach du Scheiße, ich guck gerade in die. Es gibt gerade durch die. Durch die. Das Dungeon ist noch sehr groß, ne? Das Dungeon dauert noch ein Weilchen. Davon ist auszugehen.
Die Dungeons bei Monkey Island haben auch unverhältnismäßig lange gedauert und mal unverhältnismäßig langweilig. Da gab's Dungeons? Ja, das Ende. Nehmen wir an, dass ich jetzt sicher durchgehen kann. Da sind wir bestimmt noch eine halbe Stunde beschäftigt mit dem. Nee. Dungeon. Ich guck jetzt mal kurz. Hol einfach ein Guide raus und geh den Weg ab, wenn der im Guide ist. Nichts mehr. Wir wollen das auch mal schaffen. Du bist der beste Weg, einfach mit Guide da durchzugehen. Was anderes machst du dann nicht bei solchen Dungeons. Okay. Gut, das wäre jetzt auch das letzte Ding, was ich probiert hätte. Die erste Statue muss dahin, wo die zweite Statue war, und die zweite Statue muss dahin, wo die erste Statue war. Wow. Ui. Egal. Was zum Ficken. Super Rätsel. Okay, ich will das selbst probieren. Ah, tot? Lol, natürlich tot. Sind ja die Türen zu den beiden? Oh Gott. Oh, ist das dumm. Guck dir einfach eine Komplettlösung an und mach's einfach stumpf nach dem... Ich mach's stumpf nach dem Ding. Will das schon irgendwie selbst machen. Hier ist auch noch eine hidden Tür, das kann man sehen. Und es dauert das hier noch eine Stunde. Okay, ich hol mir mal den Jumpscare. Uah. Ich war noch voll süß. Hat mich erschreckt. Jumpscare. Ey, in den 90ern hätte es dich sehr erschreckt. Ah, der Statuenraum. Wieder am Anfang. Der Schlangenraum, was? Jetzt folgen wir einfach dem Tutorial. Ja. Kommt nicht mehr. Was? Wie sind diese Räume miteinander verbunden? Wie in jedem X-Beliebigen Dungeon. Zufallsgeneriert. Was ist denn für eine Scheiße? Ja, jetzt kommt wieder der rauf. Jetzt kann ich wieder da durch. Dann sind da die Ratten. Okay, gut, dann kann ich jetzt hier drücken. Kann ich entweder hoch oder nach die Treppe, würde ich sagen. Die Treppe. Hm. Okay, das war's wert. Ich hab doch gesagt, die Treppe. Ja, aber dann hätten wir diese Todesszene nicht gehabt. Wir wollen ja fürs Let's Play erst mitnehmen. Naja, die Rad habe ich nicht geschafft, schade. Ich hab halt an einem ungünstigen Punkt gespeichert, aber es ist jetzt nicht so, dass das Game Breaking. Zurück. Ah, die Hitbox von den Viechern, Alter. Du meinst fast so wie ein. Die Hitbox fast so wie ein Mario 64. Nein, da hat man ja noch eine Ahnung, dass eine Hitbox existieren könnte. Da waren die Hitboxen auch herrlich. Ich glaube, da muss eine Statue einsetzen, dort in die Schlange, bei der Schlange. Nein. Und jetzt bist du wieder hier, bist im Kreis gelaufen. Ja, aber es ist besser, als durch die Ratten nochmal durchzumüssen. Speichere auf das. Jetzt sind wir wieder hier.
Nun kann ich mich von der Pflanze essen lassen und hier kann ich ihn speichern. Was? Wieso? Dann bist du meine Ratten. Da? Mit zum Henker. Ich konnte nicht durch diese Tür. Okay, ich guck mir jetzt mal an, was ich da tun muss. Man musste einen sehr spezifischen Weg gehen, der im Spiel nicht gesagt wird. Gut zu wissen. Ich hab doch gesagt, mach's eine komplette Lösung. Mach ich auch. Halt eine Labyrinth-Szene. Ich wusste nicht, dass es tatsächlich eine Labyrinth-Szene ist. Aber wir müssen erstmal resetten. Statuenraum. Reset. Startpunkt. Wir müssen jetzt erstmal gehen. Nord und dann West. Nord ist wahrscheinlich nach vorne. Ja. Und dann rechts. Nee, links. Das hatten wir letztes Mal schon. Gut, das ist nicht korrekt. Nord und West ist falsch. Vielleicht versuchst du es mal mit Nord und Ost. So viel zur Komplettlösung. So, dann gehen wir mal davon aus. Norden, warte, dann West, ich wo Ratten. Das Dungeon wird noch viel nerviger, weil dann nachher noch. Ich spoil das nicht, aber es wird noch nerviger. Definitiv. Von Westen. Dann Ost, Ost, Ost. Ich guck mal gerade selbst hier. Ah ja, der Schalter hier. Das Minus-Logo. Irgendwo gibt es noch eine dritte Statue. Meine Statue geradeaus. Was passiert hier? Keine Ahnung. Ich bin jetzt nur in den Süden gegangen, weil das als nächstes da war. Ost, 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 Süd, Süd. I want the pit. Ja, jetzt gibt's nur einen Weg nach Süden. Und hier ist verschlossen. I want the pit. Gut. Erster Punkt, ich gehe jetzt hier rein. Hier das versteckte Paddle mit, für den Fall, dass es noch nützlich wäre. Was ich jetzt nicht befinden kann. Cool. Ost. Diese Dungeons sind irgendwie stundlich unspaßig. Die sind immer unspaßig in Adventures. Achtung, Falle. Aber wo geht's weiter? Gucke gerade. Logischerweise nach Süden.
nochmal Süden zweimal. Binnen vorbei und an der Fledermaus vorbei. Speichern vielleicht zwischendurch. Ich das dann vergesse. Ja, sofort, Alter. Leckt gerade bei mir wieder hart, weil mein Upscanner wieder Blödsinn macht, wenn ich Tab wechsle. Saved. So. Where's the bed? Ost Floor Panel. Aha, Ratten. Bist du über den Statuen? Ja, ich habe aber alles gemacht, das heißt, ich kann jetzt einfach weitergehen. Mhm. In dem Pit Room. Ost, Ost. Ah, hier, hier kommst du vorhin nicht weiter. Ja. Yep. Okay, ja, das hätte ich alles ohne Guide nicht geschafft, da sage ich ganz ehrlich. Definitiv. So haben sie also damals die Spielzeit gestreckt, sagst du. Hm. Pitroom. Ost. Süd, Ost. Okay. Was sagen Süd? Rechts, runter, rechts. Jetzt runter. Einmal rechts. Runter. Rechts hast du ihm gerade gesagt. Rechts runter, runter, ja. Ich hätte nie herausgefunden, dass es hier nach unten, dass es überhaupt die Möglichkeit nach unten zu gehen gibt bei diesem Screen. Ich auch auf keinen Oder. Fall. Hätten ja, wenn er gedauert, bis die Zone gekriegt hätte. Sieht nicht so aus, als könnte man da lang gehen, ehrlich zu sein. Deswegen müssen wir definitiv nach Süden vorbei. Gehst du aber nach Norden? Ja, weil ich jetzt reingucken muss, was ich bei ihm machen muss. Around the hole until hidden door appears. Was? Lass doch mal alleine rauskriegen. Ja, cool. Ich laufe da mal ein bisschen um das Loch rum. bis hier in die Tür. Einfach ein bisschen nachdenken, so ein bisschen Grübelkreis. Einfach 5 mal im Kreis laufen. Macht Sinn. Da soll man ohne Geld drauf kommen. Sicher! Was? Ohne Geld. Du Scheiße. Ich schaff das ohne Geld. Okay, was muss ich jetzt tun? Ich lese das direkt. Jetzt musst du speichern. Ja. Und der Hall until hidden door appears. Red Floor Panel, okay. Es hört sich mal so an, als ob ein Nachbar rum irgendwas umfällt. Du, irgendwie müssen die 4D Artists ja ihre Sounds kriegen, ne? Osten, Nord, Nord, Nord. Und speichern. Gut. Wenn das Spiel, wenn der Guide schon sagt, speichern. Dann wird's dringend tun. Da kamst du gerade her.
Ja, wir müssen offensichtlich zurück. Nicht ins Loch gehen. Ost-Nord. Ort speichern. Hier gibt es ein Schalterrätsel. Liebes Textdokument. Einmal auf alle von den Dingern steppen. Cool. Sehr fantasievoll. Rätsel. Mein prinzipiell ja. Norden, Westen, Norden. Das sieht mir nach einem Pit aus, aber ich mach. Alle drei Plaketten lesen, das weiß ich. Three times. Einmal. Around the Earth. The sun will turn. Okay, also alle drei Jahre. Ah ja, ich verstehe gar nichts mehr. Gut. Sag mal so. Eins. Warum ist der Charakter überhaupt hier? Wissen wir nicht. Drei. Wenn das Rätsel ist, einfach dreimal um den Tisch zu gehen, dann oder viermal um den Tisch zu gehen, kommt es. Dann ist das Rätsel ja. Zu scheiße. Ja, du. Da soll man von selbst raus drauf kommen. Da soll man halt nicht. Die alten Spiele leben von Try and Try Again. Ja, und dann sind wir noch morgen hier. Ey, wenn Ichu, oh Gott, wir müssen dann den ganzen Weg zurückrennen. Um Gottes Willen. Ich würde speichern. Und zwar hier. Listen carefully, Jonas. Your sleep will soon be eternal. Do you hear me? Ist das der Bürgermeister, oder? It's all over for you, Jonas. Imbecile! You know nothing of my powers. Gaze upon me and implore your feeble god. May Cthulhu grant me his aid. Safe. Okay, hier musst du Statuen platzieren. Und dann mitnehmen. Jetzt muss ich zum Rückrennen. Oh Gott. Oh Gott. Ist den Weg, den du hergekommen bist, wieder zurücknehmen, ohne irgendeine Verletzung. Ja. Ich hoffe, du hast den nie gemerkt. Halbwegs. Speicher immer mal wieder. Zum Glück hast du Zeit, um stehen zu bleiben. Ja, du musst nur schnell genug von der Tür wegkommen. Der Kollege ist wie Jabba, er ist zu fett, um sich zu bewegen. Offensichtlich. Offensichtlich falsch gelaufen irgendwo. Regelmäßig speichern. Gerade mit dem dicken Hintern im Bild. Hm. Nein, nicht das Loch. Wie kannst du ihn ins Loch einlocken? Nein. Schade. Das Loch mag ihn nicht. Bin auch unsicher, wer oder was er ist, aber... Schleimmonster.
generische Schleimmonster, einigen uns darauf. Ich meine, ja, es gibt sowas wie einen weißen Wurm, aber ich glaube nicht, dass er das ist. Sieht mehr aus wie ein sehr, sehr fetter Schlangenmensch. Ja. Im Zweifel machst du es wie Netflix bei Stranger Things und nennst es Mindflayer. Kenn mich halt gut mit den Dingern aus, also. Ich glaube, das ist einfach nur ein sehr fetter Schlangenmensch. Oh, wir sind raus. Thank you for saving my life. He's exhausted. What? Raus aus dem Dungeon. Dave. Unbedingt. Do not struggle. No harm will come to you here. I don't know how to thank you. My son Walter told me of your adventure the other evening. I really must go. Such impatience. You must rest a little and tell me of your adventure. Horrible events are taking place in Ilsmouth. If I don't put a stop to them very soon, then even more ghastly things will happen. How lucky I was that you were there. I take care of the graveyard. We heard the noise. It's not the first time folks have taken an interest in that grave. Really? My husband John, God rest his soul, told me of dreadful things before he passed on. We were newlyweds when Jonas died. John went to the Hamilton house for the wake. Do they still live there? No. After the fishery went bust and Jonas died, they moved closer to the harbor. My God! John was frightened. He lowered his eyes. On the ground was the sign. Wilbur, who was standing over his father's body, seemed ill at ease. He covered over the sign with a sheet. Well, do you know? The sign shone through the sheet. After that, the window was bricked up. The sign must have something to do with the curse. If I can place the statuettes on... Let me explain. There are in Ilsmouth four families who are trying to help some unspeakably evil gods to return to this world. The gods are called the Great Ancients, and they ruled the world many thousands of years ago. To destroy these families, I must place these four statuettes on their houses. Strange words are engraved on the bases of these statuettes. Who are these families? Arlington, Hambleton, Coldstone, and Tyler. I know that Walter hid a drawing of the sign around here. It was a kind of cross, I think. We must find it. I'll look near the fireplace. A cold fireplace. Okay, es ist nichts im Kamin. Wäre halt auch typisch gewesen. Was hältst du denn davon, dass wir das für heute hier beenden? Wir haben nicht mehr so viel, also. Na doch, laut Virtue haben wir noch ungefähr ein Drittel. Das reicht noch für einen ganzen Stream. Du das sagst, ist dein Stream. Genau, können wir nächste Woche noch einen Stream daraus machen. Ist dann. Hast du keine Lust auf das lustige Rhythmusspiel, das ich vorhin erwähnt habe? Nicht so wirklich. Lass uns mal den Stream beenden. Lass uns mal damit Schluss machen für heute. Und können wir noch ein bisschen auf Stream ein bisschen quatschen. Ja, machen wir nächste. Wenn bei dir nichts wieder zwischenkommt, oder bei mir, können wir nächste Woche weitermachen. Ja, ich hoffe. War ja ein bisschen schwierig, gesundheitlich, termintechnisch. Ja. Schauen wir mal.